Au, au, hallo, Heiner. Erstmal hallo Aluvra, danke schön Aluvra für deinen Toilettenzauberpups, der mir gerade richtig hart ins Ohr geschallert hat. Danke. Warum haben wir jetzt einen Hype-Train? Der Stream läuft eine Minute. Dankeschön, Hallihallöchen. Upsa, Sugo, danke für deinen Subgift gerade noch im Offline-Stream. Holiday, dankeschön für 22 Monate. Gargoyle, danke für 15 Monate. Isaac, danke für 17 Monate. Dark Vintix, dankeschön für 5 Monate. Minecraft God, dankeschön für 11 Monate. Hallo, wunderschönen Abend. Hast du heute genug gegessen? Ja, ich habe vor dem Stream richtig fett gegessen. Schönen guten Abend, Jinja. Hallo. Von mir heute mal keinen Pups zur Begrüßung. Naja, vielleicht später doch noch. Wer weiß. Aber lieber hätte ich einen Sunshine Cloud und einen Piano Man von dir. Danke. Ein Sunshine Cloud? Oh mein Gott, Piano Man, na, weiß ich noch. Aber Sunshine Cloud, was war? Haben wir das jemals gemacht bisher in Valhalla? Oh my freaking God. Sugo, danke schön, dass du da bist. Und danke schön für deine 200 Biddies. Hallo. Danke fürs nicht ins Gesicht pupsen. I appreciate it. Und Tassenkuchen, danke schön für 10 Subbies. Wo kommt denn das her? Hallo. Leute, heute ist cozy. Ich hab so Angst. Wisst ihr, warum... Der Valhalla-Stream ist supposed to be cozy, weil es ist halt spät abends und Sonntag und müsst ihr nicht arbeiten. Warum gibt es Leute unter euch, die... Leute, wer von euch hat jetzt frei gemacht morgen oder hat morgen frei? Ich bin in disbelief. Guten Abend, liebe Ziegel, Jinja, Pok, Jinja, Sip, Jinja, Love. Hallo Chantal, guten Abend. Ich hab schon vorgeapfelsaftet. Das gibt es nicht. Wie könnt ihr denn für Valhalla vorglühen? Ich verstehe es nicht. So funktioniert das nicht. Kann ausschlafen ab Nachtschicht. Ich habe freigenommen. Ich muss arbeiten. Ich habe für mich nicht angesprochen. Ich muss erst um 10 arbeiten. Na gut. Kann ausschlafen. Vielleicht mache ich morgen auch blau. Nein! Morgen ist Berufsschule, gar kein Bock. Oh no. Ich habe frei und warte darauf, dass Ginger mir was Leckeres mixt. Okay, ich bin krank geschrieben. Oh shit, gute Besserung dir. Ich habe morgen Spätschicht. Oh, ich habe nur vor, eine Stunde später zur Arbeit zu gehen als sonst. Warte mal, warum? An Valhalla ist nichts... Nichts cozy, das ist nur Apfelsaftgelage. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde das Spiel voll cozy. Das Spiel soll ja auch cozy sein. Ach du Scheiße. Cozy? Heute ist Apfelsaft. Yin Yaok. Wisst ihr, und dann gucke ich in den Offline-Chat. Au. Dann gucke ich in den Offline-Chat. Und dann unterhaltet ihr euch einfach darüber. Wie ihr meine Verdauung bewundert und wie oft ich scheißen gehen muss und dass ich bestimmt gerade richtig fett scheiße. Wann wirst du es endlich einsehen? Und wie bewundernswert das ist. Bleiben. Und ich war so, was? Aua. Was? Was passiert hier? Warum? Er ist, dankeschön, für 37 Monate, dankeschön. Man wirst es endlich einsehen, cozy wird für dich ein Mythos bleiben. Aber Valhalla war bisher immer cozy. Und jetzt haben wir Hype Train Level 7. Ich hatte eh nicht vor, ausgeschlafen zur Arbeit zu... Was? Nein! Nein, Leute, wenn ihr morgen zur Arbeit müsst, dann trinkt jetzt heute nichts. Und wenn ihr morgen zur Arbeit müsst, oder zumindest nicht zu viel, okay? Seid doch bitte responsible. Was ist dieses cozy Jinja? Ist das eine Art Apfelsaft? Jinja, da... Alles versoffen. Meine Community komplett versoffen. Das geht gar nicht. Was habe ich gemacht? Valhalla Streams sind in der Regel immer cozy. Ja, du hast die Leute rangezüchtet. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ich muss morgen arbeiten und zur Uni, also morgen früh um 5 aufstehen und nur ein ganz entspannter 15-H-Tag Lenysus. Dennoch bin ich hier, aber nee, trinke deshalb nichts. Okay, danke schön, Yashin. Wenigstens ein Vernünftiger in dieser Runde. Oh Gott. Ah.
Ich bin sehr disposable. Warte, was? Kommst du? Nein! Yin-ya-he. 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 Warte, er hat Yin-ya-he gesagt. Warum klingt das wie he? Als hätte er so gelacht. So. Snack im Haku, dankeschön für 300 Bitties. Leute, heute wird nicht gehext. Ich hex heute bestimmt gar nicht. Erstmal heute wirklich zählen, wie oft ich gehext habe. Erstmal so ein Hicks-Counter. Ginger hat schon 15 Mal gehext. Oh. Wenn ich saufe, dann alkoholfreien Weißwein. Das klingt actually ziemlich lecker. So alkoholfreier Wein soll ja eigentlich auch irgendwie nochmal so eine krassere Süßnote haben oder so eine andere Süßnote. Ah. Bitte Hicks-Counter. Warum, Ghostery? Wieso? Wieso? Dankeschön für 19 Subbies. Warum denn nicht? Ich mach doch gar nicht. Aua. Basti, dankeschön für 5 Subs. Hallo, du. Heute ist Stream ab 18. Ja, yes, heute ist der Stream ab 18. Obviously. Wir haben letztes Mal schon, ich glaube, über ein paar Dinge gesprochen, die ein bisschen grenzwertig waren. Alter, wenn ihr übrigens hier im Hintergrund so Geräusche hört, das ist meine Katze. Ich habe der so einen Filz-Donut geschenkt. Das ist also eigentlich nur so ein Stück Filz, aber in Form eines Donuts. Einfach nur, weil es süß ist. Und der springt die ganze Zeit damit rum und wirft das hin und her und spielt damit. Und das ist sehr adorable, ehrlich gesagt. Ich wünschte, ihr könntet sehen, wie er hier rumhüpft gerade. Aber falls ihr so irgendwie Klopfen oder so Geräusche hört im Hintergrund, meine Katze macht jetzt... Seit 8 Minuten spielt er schon damit. Also seit Streamstart schon. Und er hört nicht auf. Oh, fuck. Nani, was steht da oben am Rand? Yin-ya-sip. Mir das Lied vom schwulen Geist? Warte mal. Könnt ihr aufhören, mir Subs zu schenken? Spiel mir das Lied vom schwulen Geist, steht da. Mann, frag mich doch nicht, warum das da steht. Ich hab keinen Platzenschimmer, warum das da steht. 1, 2, 3, 0 steht da. Mann, Tassenkuchen, danke für 5 Subbies. Maxin! Dankeschön für deinen Sub an betrunken Affe 20. What? Warum hast du einen Sub? Warum gibt es denn... Warum betrunkene Affe 20? Ach, dankeschön. Dankeschön. Chantal, dankeschön für 200 Bits. Lord, danke für 14 Monate. Chantal, danke für 5 Subbies. Dankeschön. Ah, ist das der Name des Übersetzers? Das wäre wild, oder? Wenn der Übersetzer so heißt? Wilde Sache, du. Wilde Sache. Ah, weiß ich nicht. Wie geht denn das Lied vom schwulen Geist? Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was hier abgeht. Ah. Lamos, danke schön für deinen Zap an Apfelsaft. Ich bin froh, Leute, dass es euch gut geht. Wie viele von euch haben vorgeglüht? Ich muss mal ganz kurz die Lage des Chats abtasten, ja? Mal, um das klarzustellen, ich habe heute nur Kaffee getrunken. Also ich habe auch Wasser getrunken, so ist nicht, aber, ne? Mm. Heute, oh, fuck, ich habe mein Dings umgestellt. Ach du Scheiße, das war dumm. Upsi, haha. Heute gibt's nichts mit Umdrehungen bei mir. Dafür bestelle ich gleich Fried Chicken. Alter, Pork, mach das, gönn dir. Ja, ich bin froh, Alex, dass wenigstens du... vernünftig bist. Ja, wie war so dein Tag? Wir switchen ein bisschen. Oh, schön da. Tja. Besoffener Affe 1 bis 20 sind schon Sub. Was? Das glaube ich nicht. Was? Ich... Hallo, New! Hallihallöchen! Besoffen... aber noch Platz für mehr, Yin-Yaf. Platz für mehr. Okay, das freut mich. Warum kommen die... Es tut mir so leid. Die Donation von Stream Elements kam gar nicht durch. Pliegenfitz, Dankeschön für 13,37 Euro. Eins kleines bisschen Handgeld für den nächsten Urlaub. Ich brauche doch... Also erstmal ist... Ich habe erstmal keinen Urlaub geplant und ich brauche kein Geld.
Dankeschön, Chantal, für deinen Sub an Kneipe. Boah, darf ich ganz ehrlich sagen, ne? Boah, der Begriff Kneipe ist echt gar nicht so schön wie Bar. Oder weiß ich nicht, irgendwie klingt nicht so hübsch. Klingt nicht so schön. Bam, bam. Bam, 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 bam. Wie, kein Japan-Urlaub Volume 2? Aha, nicht in den nächsten Jahren, würde ich sagen. Ein bisschen Platz bräuchte ich vielleicht schon dazwischen. Wäre nicht Sonntag, würde ich mir die Kante geben. Warte mal. Du meinst, Alex, wenn jetzt Montag wäre, dann wäre es okay. Warum haben wir Hype Train Level 10? Dankeschön, Leute. Ziegenbar. Dankeschön, Shugo, für deinen Sub an Ziegenbar. Shindra, danke für deinen Sub an New. Guck mal, dann kriegt auch New einen Sub, wie lieb. Ah, Dankeschön, Leute. Oh, man. Okay, gut. Wisst ihr denn alle, was Valhalla ist, ja? Leute, eigentlich, Valhalla ist jetzt nicht so das Party-Game, ne? Just saying. Valhalla ist entspannt. Valhalla ist eine Visual Novel. Es ist basically so, als würde ich euch gleich ein Buch vorlesen. Nur, dass wir vielleicht zwischendurch ein bisschen quatschen und uns unterhalten über den Inhalt. Oder mehr unterhalten über den Inhalt dieses Buches. Aber wir spielen eine Visual Novel. Aua. Also ein Game, ein Buch in Game-Form sozusagen. Na, wir lesen jetzt gleich ganz viel. Und es geht um eine Bar, die Valhalla heißt. In einem Cyberpunk-Setting. Da ist ganz viel falsch. Und ganz viel Probleme. Und Leute, wo ganz viel falsch ist und wo Leute ganz viel Probleme haben, gehen in diese wunderschöne Bar. Guck mal, da ist der Hintereingang. Nee, das ist der Eingang einfach, lol. Ich habe echt gar keinen Plan, was bei euch abgeht. Wirklich nicht. Und ja. Quasi ein Trinkspiel. Naja, eigentlich nicht. Nicht unbedingt. Spielbares E-Book sozusagen, genau. Und an diese Bar kommen die verschiedensten Leute und möchten ihre Probleme vergessen. Ja, und in diesem Cyberpunk-Setting gibt es natürlich ganz verschiedene Probleme. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Tag 5 oder sowas. Und wir spielen heute eine Schicht wieder durch. Und bei jedem Getränk, das wir einem Kunden ausgeben, werde ich einen Sip nehmen. Ihr könnt machen, was ihr möchtet während dieses Streams. Mir ist das im Prinzip egal, solange ihr euch benehmt. Aber ja, es wird cozy. Wir werden viel quatschen. Ich werde viel Stuff vorlesen. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Ich bin, to be honest, auch heute sehr müde und kaputt. Ich habe heute schon... Ich habe im Offline-Chat gerade eben ganz oft mich verschrieben, ey. Weil ich einfach so müde bin. Ich hoffe, dass es... Also trinken und müde sein ist eigentlich keine gute Kombi. Wenn ich irgendwann einfach so weggeschlafen bin... Dann wisst ihr Bescheid. Dann wisst ihr warum. So Leute, was zum Fick? Ja, ist eine nette Umschreibung für das Game. Aber du willst doch ehrlicherweise nur Leute abfüllen, oder? Oder? Ja, will ich. Ich möchte in diesem Stream auch meine Probleme vergessen. Jeden Schluck. Warte, was? Oh, was? Ich möchte in dem Stream auch meine Probleme vergessen. Nein! Wie lange bist du on, bis die Schicht um ist? Bis die Valhalla-Schicht um ist? Oha! Bist du in einem Stream schon mal eingeschlafen? Nee! Oh, das wäre funny, wenn es passiert. Oh, bist du sicher, dass das an der Müdigkeit lag? Ja, ich bin sehr sicher, dass das an der Müdigkeit lag. Einfach fehlende Konzentration. Ich hoffe auf Streaming-Chan. Alter, Streaming-Chan hat mir irgendwie sämtliche Hirnzellen geraubt, ey. Meinst du dann oder unsere Vorstellung von nehmen? Meine Vorstellung, mein Freundchen. Medition. Oh mein Gott, erstmal Leute, vielen lieben Dank. Solid Snake LP, danke für 14 Monate. Chantal, danke für deinen Sub an Milchbar. Hm. Moro, dankeschön für 20 Abos. Danke für 20 Subs. Leute, ne? Ihr Gift, ihr seid hier alle am Subsgiften. Feiermischen, danke für deinen Sub an Alkohol. Oh, das ist ja ganz toll. Danke Bolognese, danke für 11 Monate. Tassenkuchen, danke nochmal für 5 Subis. Ich hoffe wirklich, wenn ihr so viele Subs am Verschenken seid, dass ihr alle nüchtern seid. Ja, ihr seid hoffentlich alle 18. Der Stream ist ab 18. Alle, die nicht 18 sind, werden gebannt. So. Die haben hier nichts zu suchen, Leute. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, gut. Können loslegen, ne?
Ihr sollt bitte drüber nachdenken, was ihr macht, ja? Bitte, bitte. Ihr seid responsible. Ihr seid responsible. Nen Bann? Kronas, 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 Kronas. Dankeschön für deinen Subgriff. Dankeschön. Bin mal in der Nacht aufgewacht. Das Licht war an, im Fernseher war. Oh my freaking Gott, ich wollte das lesen. War komplettes Chaos. Und eine halb leere Bierdose stand neben meinem Bett. Warte mal. Warte, du hast einfach den Blackout des Todes gehabt von einer halbleeren Bierdose. Das ist traurig. Also irgendwie auch gut, aber auch traurig. Ey, das geht mir zu schnell, Ginger. Seit wann sind wir denn Freunde? Ja, okay. Du Stinker. Du bist einfach ein Stinker, okay? Was gibt's bei Ginger heute zu trinken? Ich hab mir heute, ich hab ehrlich gesagt nicht mehr viel zu Hause gehabt. Ich hab mir einen Likör geholt. Und ich werde davon immer nur ganz bisschen trinken, weil sonst wird dieser Stream sehr kurz. Ich hatte actually nicht mehr sehr viel zu trinken. Dankeschön fürs Pop-Bot. Schlucken! Okay, ich schluck gerne was. Schlucken, Leute! Schlucken, schlucken! Oh, oh mein freaking Gott, ich stelle die ganze Zeit. Ich habe auch eine Tasse mit grünem Tee hier. Für den Anfang, die später eh scheiße später, wenn ich mein Getränk dazu hole. Aber. Tassenkuchen, bitte schreiben Sie jetzt in den Chat, wenn Sie noch nüchtern sind. Bro, what the fuck? Ich bekomme. Valhalla ist so cozy, die Streams, da passiert nie was. Außer, dass wir dumme Scheiße labern halt. Und irgendwie jemand an der Bar davon erzählt, dass er seinem Lehrer die Brüste entblößt hat. Ich konnte vorher nicht schreiben, weil ich noch nach Hause gefahren bin. Aber wenn ich den Start vom Stream richtig verstanden habe, sind's noch 1230 Subs, bis Jinja uns das Lied vom schwulen Geist singt, Jinja Bar zu Jinja Party. Nein! Blue Phoenix, was? Nein! Nein! Albini, danke für 32 Monate. Dankeschön. Tassenkuchen, vielen lieben Dank für 30 Abos. Du bist des Wahnsinns. Warte, Ginger, dein Likör ist aber nicht der freaking Silvesterlikör, oder? Ja, doch. Ja, schon. Das ist alles, was ich noch da hatte. Ich hab sonst nichts mehr. Und wenn doch? Ja, deswegen meine ich ja, ich trinke davon immer nur einen kleinen Shot, ja. Weil sonst geht der Stream nicht sehr lange. Nein, hört doch auf, nein! Ginger hat mich übersehen. Oh, das stimmt tatsächlich. Lucy Dragneel, danke für 2 Monate, danke für dein Resub. Leute, danke schön. Wehe, deine kleinen Schlucke sind so groß wie sonst. Es ist ein kleiner Shot. Ja. Kleine Shots haben eine vorgegebene Größe, ja? Mann! Oh Gott. Dankeschön für 100 Biddies. Dankeschön. Magst du Mira einmal grüßen? Shorty ist eigentlich gibt es dafür eine Kanalpunktebelohnung. Oh, scheiße. Hick Nummer 1. Der hat gut geballert. Muss man was über die... Nein, mehr müsst ihr nicht wissen. Mehr müsst ihr darüber nicht wissen. Snack einmal gut. Dankeschön für deine Bitties. Danke, Leute, danke für den Hype Train Level 13. Ich hoffe, ihr seid alle noch bei Sinnen. Bitte, bitte gebt mir so... Mir ist lieber, wenn ihr mir euer Geld gebt, wenn ihr euch bewusst seid, was für dumme Sachen ihr gerade macht, okay? Also, nein, so meine ich das nicht. Auch dann will ich euer Geld nicht, okay? Aber jetzt noch viel weniger. Hast du schon ein Datum für den Karaoke-Stream? Warte bitte einfach auf den Streamplan, da steht's dann drin. Bitte ein Counter in die Ecke für Hicksinja. Leute, wollt ihr unbedingt einen Hicks-Counter? Ich kann's kurz einrichten, wenn ihr möchtet. Ein Hicks-Counter. Dankeschön, Lucy. Danke für 100 Bits. Danke, Potato Prime. Danke für 29 Monate. Dankeschön. Ja? Ja? Okay. Ihr müsst mich nur dran erinnern oder ich sehe es halt an den Emotes dann im Chat. Wenn ihr alle Hick schreibt, dann wisst ihr, ich muss einmal weiter drücken.
Nee. Oh, du hast schon gerade Punkte gesippt. Ja, habe ich. Jetzt in Brightstone nicht den Hexkampf. Warum nicht? Nicht vergessen, bei zu wenig Geld. Man kann auch mit einer Niere und einem Lungenflügel überleben. Dazu sage ich nichts weiter. Ich enthalte mich zu dieser Aussage, okay? Ach du Scheiße. Warte, ich habe hier noch so von Dark Souls so einen Encounter. Okay, können wir eine Wette haben, nach wie viele Shorts Sinja geht? Wann ich gehe? K.O. geht? Was? Nein! Nein, nein, nein. Nee, Leute, das ist ein verantwortungsbewusster Stream heute, ja? Ach, Mann, nee. So, wir hatten da hier noch was mit Karten. Hey, Mia, wirst du Frostpunk 2 spielen, wenn es rauskommt? Ja, werde ich. Werde ich. Moro, danke für 500 Bits. Werde ich definitiv. Ich freue mich schon sehr. Wow. Das wäre gegen die Toss. Verantwortungsbewusst und trinkt diesen Likör. Hey, 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 ich trinke nur ganz bisschen von dem Likör. Dann ist okay, ja. So, warte, DDD. Eigentlich schreibt man einen Hexer so. So, falls euch das glücklich macht. Okay, warte. So, Apfelsaft. Wie mache ich denn das? Wo habe ich denn... Ah! Danke. Oh, der Hype-Train ist um. Puh! So einen habe ich schon, ne? Meintet ihr? Einen Hexer. Singst du im Karaoke-Stream auch wieder System Plus Plus, auch wenn es noch kein Cover ist? Vielleicht am Ende, wenn wir durchs... 129 Abos und 6000 Bits waren das! Ah! Oh, wei. Oh wei, oh wei. Dankeschön fürs Papa, dankeschön. Also Leute, ne, weil es fast gerade im Chat stand, ihr dürft gerne, für euch gerne Trinkspiele machen, aber haltet mich da raus, okay? Und ich find's auch nicht so angenehm, wenn die im Chat besprochen werden, deswegen löschen das meine Mods raus. Aber ihr könnt natürlich machen, was ihr möchtet. Macht's euch bequem. Macht euch einen schönen Abend. Ich kann's euch nicht verbieten. Du bist noch bunt. Ich weiß, ich muss erstmal gucken, wo packe ich denn die Hexer hin? Sind die hier richtig? Stören die euch da? Soll ich die, kann ich die da lassen? So, eins Hexer. Passt schon. So, ich entbuntisiere mich kurz. Und dann geht's los, okay? Bis gleich! Oh my freaking God. Guten Abend, Rathalos. Dankeschön. Luxusburger. Keine Ahnung, was ich da schaue. Du hast eine nette Stimme. Dankeschön für deine Bitties. Und ich weiß auch nicht, wie du hierher gekommen bist oder warum, aber willkommen zu dem Valhalla Cozy Stream, von dem ich dachte, dass er cozy ist, aber mein ganzer Chat ist betrunken anscheinend und keine Ahnung, die wollen Party machen. oh mein Gott, meinem Nacken geht's gar nicht gut. Aua. Ich fühle mich so verspannt. Au. Au, au, au. Au! Ah! Ah! Oh! Warte, warum geht's nicht weg? Ah! Oh, oh Gott, jetzt geht's. Oh. Die anonymen Alkoholiker. Ja, wir sind hier anscheinend bei den anonymen Alkoholikern. Die Frostpunk 2 Beta ist noch bis morgen live. Yes, I know, Moro. Dankeschön. Ich muss auch gucken, dass ich hoffentlich noch ein bisschen zum Spielen komme. Das wäre schön. Ich bin nüchtern. Ja, 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 das. Ja, ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Das ist okay. Jesus war auch Alkoholiker mit Wein als Blut. Ach du Gott. So, warte. Das sieht nicht gesund aus. Ach was. Dankeschön, Ghostree, für 200 Bits. Leute, na, danke auch für den fetten Hype-Train. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich war auch gestern gar nicht da. Deswegen voll lieb. Danke für den Support. Ihr seid heute mal etwas weniger krass stinkende Stinker, okay? Aber nur ein bisschen weniger. Nur ein bisschen. Dankeschön.
Baum, 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 baum. Mit dem guten Apfelsaft aus der Karibik. Ja, dann gönn dir. Ja, Leute, ne? Ich habe jetzt gerade ja... Upsa, ich habe jetzt gerade eben Valhalla erklärt. Hier ist ein Lichtblick für dich. Ich bin nicht betrunken. Und da ich generell keinen Apfelsaft trinke, werde ich es auch nicht werden. Dankeschön, Domit. Ein Vernünftiger in diesem Chat. Dankeschön, Domit. Ich habe ja schon gesagt, so... Wenigstens ein Vernünftiger im Chat. Denn, ja, wie habe ich vorhin gemeint, denn ich glaube nicht daran, einen vernünftigen im Chat zu finden. Eigentlich bräuchtest du für Drunkstreams so einen Effekt auf deinem Model, bei dem du progressiv von deiner normalen Farbe zu Himmelblau wechselst. Das Ganze angepasst an deinen Zustand. Das Einzige, was ich habe, ist ein Blush. Ich kann den Blush irgendwann gerne dazu tun, wenn ihr möchtet. Mehr habe ich nicht. Nur das Lied vom schwulen Geist Jeniarien. Nein, das ist weg. Guck mal, jetzt steht da bis bald, Frau Barkeeper. Ich habe mir was zum Anstoßen geholt. Mann! Man muss arbeiten morgen. Du bist so eine Socke, ne? Machen wir Text-to-Speech beim Lesen heute aus? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, das war der Pups war von Paul auch noch. Hallo Paul, schön, dass du da bist. Ich muss heute noch arbeiten, ich muss in 10 Minuten los. Oha, ach du Gott. Ah, oh, danke schön. Ey, guck mal, es sind auch noch vernünftige Leute da. Oh, Tassenkuchen, danke für 19,90 €. Es tut mir so leid, Stream Elements. Funktioniert einfach nicht mehr. Ich glaube, ich wechsle bald wirklich auf Twitch, auf die Twitch Alerts. Stream Elements löst sich langsam auf. Die funktionieren einfach bald gar nicht mehr und ich weiß nicht warum. Tassenkuchen, danke schön. Für 19,09 €. Will nur mal Danke sagen für die tollen Streams immer. Ich mach doch gar nichts. Ach du Scheiße. Aber Paul, freut mich dann, dass du reinschaust. Wirklich. Stream Elements ist schon seit geraumer Zeit Shit, aber doch nicht so krass Shit. Würde mal mehr Shit. Valhalla has only one rule. Optional Karmatrine means maximum Karmatrine. Ist halt wirklich so. Ha, wenn wir optionales Alkohol reinmachen können, machen wir alles maximales Alkohol rein. Oh Mann, ey. Ach, scheiße. Fühle ich aber sehr. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Ich hoffe, alle, die das Spiel nicht kennen, die kann ich jetzt noch abholen. Wir selbst sind nämlich Barkeeper. Wir müssen jetzt Leute abfüllen. Das ist alles, was wir wissen müssen. Spiel laden. Dun, dun, dun. Danke fürs Pfad. Gelangweilter Zuschauer, danke für 60 Monate. Und Nachtschatten, danke für 8 Monate. Ich liebe diese Valhalla-Streams. Oh, danke schön. Das freut mich. Hallo, Mimi. Ich habe alles vergessen, bis auf Streaming, Chan. Ich weiß nicht, ob das gut ist. 1.12 Uhr. Am 21. ist der letzte Valhalla-Stream? Ist fast ein Monat, über einen Monat her? Oh, es ist 2 Monate. Ganz genau 2 Monate, oder? 21.02. Jetzt haben wir 21.04. Oha. Aber Tag 5 kommt hin. Oh Gott, Streaming-Chan, ich brauche den ersten Drink. Aber die ist doch gar nicht da. Ich muss sagen, ich liebe deine Stimme. Oh, was ist denn heute los, dass ich so viel Komplimente für meine Stimme kriege? Dankeschön. Dankeschön. Ja, von Streaming-Chan braucht man auch mal eine längere Pause, ne? Ach du Scheiße. Ich dachte schon, Chino kommt jetzt her und will auf meinen Schoß, aber der will einfach nur den Donut ansabbern. Okay. Go, Schatz. Sabber den Donut an. Gönn dir. Waren echt bei Tag 5. Damn, ich wollte doch vorhin douten. Ich war sicher, wir wären weiter. Nee. Mm-mm. Ich meine auch noch nicht. Guck mal, Leute, das ist unser Zimmer. Ich zeig's immer wieder gerne. Guck mal, wir haben hier ein paar Bierkästen, weil wir sind zwar Barkeeper. Und wir mixen die fantastischsten Drinks. Aber wir selbst, wir heißen Jill. Und wir lieben Bier. Wir trinken, glaube ich, nur Bier. Ich glaube, Jill ist absoluter Biertrinker und trinkt nichts anderes als Bier, to be honest. Aber sie hat ein paar härtere Sachen hier. Wolltest du nicht das Slutshirt? Alter, Leute, ne, ich sehe mich so krass bei dem Slutshirt. Ich will das haben.
Das Slutshirt ist es einfach. Dieses Slutshirt, immer wieder gut, ja. Oh mein Gott. Und hier hängen Höschen. To be honest, das könnte auch so sehr ich sein. Mein Favorite Höschen, safe, das schwarze mit dem Smiley drauf. Das bin ich einfach. Das schwarze mit Smiley. Oder das pinke mit Streifen. Trägst du das auf der Dokumi? Das schwarze Höschen mit Smiley? Alex! Alex! Soll das nicht eine Schleife sein? Ich glaube, das hier ist eine Schleife. Das pinke hier. Das. Achso! Das Shirt! Achso! Ja, ehrlich gesagt, ja. Wenn du mir das bringst, dann trage ich das. Aber in Schwarz fände ich schöner. Oder in Weiß. Au! Ah! Go, Alex! Ich steig mit ein und bezahle dir das. Oh, Mann! Au! Deal. Ach, wunderschön. Dann wird es ein bisschen schwer, anonym zu bleiben. Ja, ich bin sowieso anonym, wenn ich dann für Ferntreffen erstmal hunderte Leute treffe. Da bin ich dann ganz anonym und unverkennbar bin ich da. Wenn ich da mit meinen Hörnern stehe und dem Slut-T-Shirt. Ich frage mich nur, wenn irgendwie so extra Eltern irgendwie mit ihren Kindern da manchmal anstehen. Machen die ja manchmal. Und dann stehe ich da und trage die Slut-T-Shirt. Man. Ich hoffe, diese Eltern bereuen dann nicht ihre Lebensentscheidung. Toga Luca, danke für 10 Monate, danke schön. Es werden bestimmt ganz viele Leute Slut-T-Shirts tragen. Naja. Clip für Beweisführung. Nein. Ich weiß nie, Leute, wir gucken mal. Ab zur Belamelnbar. Stimmt, Chat, heute wird fett belamelt. Aber bevor wir uns belameln gehen, beziehungsweise wir müssen ja arbeiten, bevor wir andere Leute fett belameln, müssen wir kurz in die Tratsch-Zeitung rein. Ich lese erstmal Stöhnen. Mein Hirn macht aus Sirenen Dröhnen Stöhnen. Ach Gott, Ginger, ich hasse dich. Was denn? Ach, ich bin aber auch heute müde ein bisschen, Mann. Ja, so Leute, wir The Augmented Eye, das ist das Tratschblatt. Tratschblatt, so. Das Tratschblatt. Tratschblatt! Oh! Oh, ich hab wirklich, ich kann nicht mehr reden. Leute, ich schwöre, ich habe noch keinen Schluck getrunken. Ich schwöre euch. Das Tratschblatt, so, dieses Spiels. Und die haben immer ein paar Artikel und geben ein bisschen Aufschluss über das, was in der Welt gerade passiert. Ginger, das wird heute ganz kritisch. Nein. Also, heute bist du es aber auch. Mann! Ich muss dann mal los. Trinkt was für mich mit Jinja Schluck. Oh, Paul, machen wir. Machen wir ganz sicherlich. Blatt. Tratsch, Blatt. Ich schreibe dir Belamen auf die Rückseite vom Shirt. Ach, danke. Danke, Alex. Du bist so lieb. Dankeschön. Ach. Ginger ist einfach aus Solidarität schon pseudo betrunken. Ja, genau das. Aus Solidarität. Damit, Chat, damit ihr euch nicht so alleine fühlt jetzt, ja? Shinra, danke für deinen Subgift. Dein Extreme Builder. Dankeschön. Dafür sind Manager doch da. Ah, oh, sehr schön. So, Sirenen dröhnen bei Terroranschlag auf die Apollo Trust Bank. Oh, stimmt, im letzten Stream gab es ja einen Terroranschlag. Ach du Scheiße. Auf die Bank. War das nicht so, dass wir jemanden an der Bar hatten und der ist dann so, warte was, die Bank wird gerade ausgeraubt? Oh, mein Geld! Und dann läuft er erstmal los und versucht sein Geld zu retten. War das nicht so? Alex, du bist ein guter Mann. Mein Chat einfach. Ach, mein Chat. Gehackte Bildschirme im Casanova kündigen eine scheinbare Terrordrohung gegenüber der Apollo Trust Bank an. Laut Informationen ist es momentan noch ein unidentifizierter Bombenattentäter. Ist ein
ist der Attentäter bereits im Gebäude. So, die Antiterroreinheit der White Knights hat sofort auf die Bedrohung reagiert. Allerdings wurde die Bank durch einen externen Netzwerkangriff abgeriegelt. Wir haben es vermutlich mit zwei Bedrohungen zu tun, sagte Chloe Bauer von der ATE. Die Bank wurde mit Hilfe ihres eigenen Systems abgeriegelt. Die Geiseln sind eingeschlossen. Okay. Das ist natürlich scheiße. Wenn man sich einfach in die Sicherheitssysteme selbst einhackt. Wenn die Sicherheitssysteme dann zum eigenen Verhängnis werden, ey. Verrückt, nicht wahr? The Augmented Eye wird attackiert. Was ist denn das für ein Häschen? Hallo zusammen. Von der Augmented Eye, also von der Zeitschrift hier, ne? Von der Redaktion. Hallo zusammen. Wir bei The Augmented Eye nehmen ihre Sicherheit äußerst ernst. Daher sehen wir uns verpflichtet, ihnen mitzuteilen, dass aktuelle Artikel über Alice Rabbit von ihr selbst oder einem sehr guten Nachahmer attackiert wurden. Attackiert wurden? Wir möchten uns aufrichtig entschuldigen und hiermit mitteilen, dass wir unsere Berichterstattung über Alice Rabbit von nun an auf Tatsachenberichte beschränken werden. Oha, warte mal, wurde da nicht irgendwas von erzählt? Wurde da nicht was von erzählt? Wer war nochmal Alice Rabbit? War das nicht ein... Das war doch einfach nur ein Writer, oder? Von nun an werden wir über... Das war die Hackerin! Oh. Das war die Hackerin. Ach so. Nicht ein Hacker-Pseudonym. Ah. Ein Hacker-Pseudonym. Oh. Ja, okay, die sagen, okay, sorry, man, tut mir leid, dass wir das in den Dreck gezogen haben. Verschmutzung erreicht nächstes Jahr Rekordlevel. Oh, scheiße. Auch wenn die meisten Länder der Welt ihre Wirtschaft angepasst haben und dem zunehmenden Problem des Klimawandels entgegen... Ich kann nicht mehr lesen. Um dem zunehmenden Programm des Klimawandels entgegenzuwirken, verlässt sich Glitch City immer noch auf uralte Technologien, um die Kosten niedrig und Profite hoch zu halten. Als Ergebnis dieser Politik wird die Luftverschmutzung nächstes Jahr so hoch wie noch nie. Amazing! Das wird die gesamte Bevölkerung dazu zwingen, ganze Gebiete der Stadt zu evakuieren. Der Erdboden stirbt mit einer alarmierenden Rate. Spezielle Regenmäntel und Schirme zu kaufen mag zwar nicht schön sein, man sollte sich aber besser schon mal dran gewöhnen. Ach, das sind schöne Aussichten, Leute. Freut ihr euch schon auf die... Dass ich liebe dystopische Zukunften, ja. Freut ihr euch schon? Cyberpunk-Setting, yeah. Wieso sieht das hässlich aus, als wäre sie Ginger als Hase? Das hier? Ginger als Hase? Warte mal. Wo siehst du hier mich drin? Ach, keine Ahnung. Leute, wir gehen jetzt auf Arbeit. Gott sei Dank, dass ich bei diesen Pennern kein Abo hab. Das sagt Jill gerade über die Zeitschrift. Ach du Scheiße. Ginger als Hase. Was? Majora, wer ist denn Piu? Hä? Was? 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 Hört sich zu real an. Ja, manchmal ist es ein bisschen traurig. Manchmal... Au! Oh, fuck. Es ist so real, dass es wieder traurig ist. Oh. Der Hase ist blond. Das muss Ginger sein. Ist ehrlich so. Nur weil der Hase blond ist. Au! Danke, Shugo, für deinen Sub an Jill. Dankeschön. Okay, so zur Arbeit. Samstag, 17. Dezember. Oh, wir gehen auf Weihnachten zu. Guten Abend. Och, mit dir habe ich heute nicht gerechnet. Ich habe darauf gewartet, dass du anrufst und sagst, dass du heute nicht kommst oder sowas. Die Situation bei der Apollo-Bank spitzt sich zu. Heißt, dass sich mehr Leute nach einem Drink sehen werden. Du kannst dir eine Pause gönnen, weißt du? Du bist ein ziemlich fleißiger Mitarbeiter. Und die Straßen sind nicht gerade sicher zurzeit. Warte, ich hab gehext! Ficken. Na gut, akzeptiere ich. Wenn man es genau nimmt, waren sie das noch nie. Hallo Daniel Murphy, hallo. Und abgesehen davon kann ich es mir nicht leisten, nicht zu kommen, wenn die Bar eh bald zumacht. Ich frage mich, ob je eine Bar seine bevorstehende Schließung als Mittel genutzt hat, ihre Mitarbeiter zur Arbeit zu kriegen. Scheint das komplette Gegenteil von dem zu sein, was passieren sollte. Eigentlich schon, ne? Wenn du so hörst, ah, meine Arbeit macht eh bald zu. Scheiß drauf, ich komm nicht mehr.
Nicht zu vergessen, dass ich mich in meiner Wohnung zu Tode langweile, also komme ich ohnehin lieber her. Bitte schreib Hexer richtig. Aber hab ich doch. Wo ist denn Hexer falsch geschrieben? Du hast es genauso geschrieben! Weil das H in Hexer klein ist. Junge, ne? Du bringst mich zur Weißglut. Wie kann man denn so kleinlich sein? So. Meine Güte. Nur. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt extra zwei I's dahin. Nur um dich zu triggern. So. Nur um dich zu triggern. Ich gehe mich erhängen. Ginger, du Monster. Lini reicht gleich die Kündigung ein. Ach Gott. Was hast du gesagt? Nichts Wichtiges. Jill ist noch nicht zurück. Nope, ich würde mir aber nicht so viele Sorgen um ihn machen. Wollte gerade vorschlagen, lass das Haar klein und mach den Rest groß hin. Ja, da. Das wär's auch gewesen. Pass auf, Lini steht eventuell heute Abend an deinem Bett und wird versuchen, dich zu erwürgen. Kinky. Nee, nein, Leute. Ach was, Lini mag mich. So, na, wenn du das sagst. Das Mädel ist immer noch hier. Jupp, sie hat so friedlich geschlafen, dass ich mich schlecht gefühlt hätte, sie zu wecken. Warte mal, welches Mädchen ist hier? Wir reden nicht von Streaming-Chan, oder? Oh nein, ist Streaming-Chan noch hier? Oder haben wir ein Taxi? Wir hatten letztens drüber geredet, ob wir ein Taxi für sie gerufen hatten oder nicht. Als ob wir sie einfach da gelassen haben. Nein! Also, würdest du etwas auch ausmachen, das für mich zu übernehmen? Eigentlich, ja, würde es. Aber du bist der Boss und das ist irgendwie meine Schuld, dass sie überhaupt hier ist. Tut mir leid. Danke für 15 Monate. Dankeschön, dankeschön. Hey, junge Dame. Schlaf noch eine weitere Stunde und wir fangen an, Motelkosten einzufordern. Wir haben Streaming-Chan wirklich da liegen lassen. Das gibt es. What the fuck? Leute, die hat jetzt einfach in dem geschlossenen Geschäft geschlafen. Die ist einfach so besoffen. Die hat einen ganzen Tag bis heute Abend hier durchgeschlafen. Eine ganze. Wir kommen zur nächsten Schicht und die liegt immer noch hier. Ich finde das so. Ich finde es so funny, dass auch der Chef das gesehen hat und sich so dachte: die schläft so süß, ich lass sie mal hier. Und geht einfach nach Hause. Wir selbst so: ja, meine Schicht ist zu Ende. Ich gehe jetzt. Tschüss. Feierabend. Oh, fuck, Mann. War sie nicht 3 Wochen lang wach? Ja, sie war 3 Wochen lang wach und hat sich dann übelst also eigentlich haben wir sie übelst abgefüllt, aber sie wollte das auch, ja. Das war ein consensual übelst abfüllen, ja, sie wollte auch abgefüllt. Nicht, dass wir einfach hier irgendwelche Leute jetzt abgefüllt. Niemals, niemals, würden wir niemals tun. Oh Gott. Na gut. Nein, sie ist wieder wach. Hat sie jetzt zerzottelte Haare? Das wäre irgendwie funny. Wo bin ich? Oh! Richtig. Die heruntergekommene Bar-Insel. Lass mal gucken. Meine Ausrüstung ist in Position. Weder meine Hose noch mal Höschen oder Shirt oder BH wurden verrückt. Oh, es ist die flache Barkeeperin! Guten Morgen! Guten Abend. Abend? Ach, was soll's, das war die beste Nacht, Tag voller Schlaf, den ich seit einer ganzen Weile hatte. Ich habe auch gerade gegähnt. Tut mir leid, Leute, wenn ich einmal angefangen habe, kann ich mehr aufhören.
Ist das sonst normal bei ihr, dass ihre Kleidung angepackt wurde? Ja, Velek, sie streamt doch 24-7. Leute, das ist Streaming-Chan für alle, die sie vorher noch nicht kannten. Das ist Streaming-Chan und sie streamt 24-7 ihr Leben. Also jeden Tag, jede Sekunde in ihrem Leben ist sie live. Und natürlich muss sie sich auch manchmal ausziehen. Und natürlich schläft sie auch manchmal mit Leuten. Na? Und das streamt sie auch. Allerdings ist das hinter einer Paywall. Dafür musst du $99 zahlen im Abo. Dann kannst du sehen, wie sie aufs Klo geht oder wie sie sich umzieht oder wie sie mit Leuten schläft. All das kannst du dann sehen. Ja. Und ansonsten, ihr normaler Livestream ist kostenlos. Oh Gott, wie ist das mit dem Einverständnis vom Partner? Valexi hat im letzten Stream gesagt, da wurde auch genau diese Frage gestellt. Und da wurde, im letzten Stream hat sie erklärt, dass sie oft mit Leuten schläft, die genau das heiß finden. Also es gibt ja Leute, die haben so einen Kink, dass sie gerne dabei gefilmt werden oder das voll geil finden, wenn Leute ihnen zuguckt. Und mit solchen Leuten schläft sie dann manchmal. Also ja, das ist das, was sie gesagt hat. Wo abonniere ich das? Ach, Alex, weißt du, ne? Dann schreibst du, manchmal, ja, ich würde das ja kaufen, aber ich bin kein Degenerate. Weißt du, Alex, ich sehe das nicht. Also eigentlich bist du genauso ein Degenerate. Alex, ich weiß ich nicht. Oh Gott, oder wurde es bereits? Lini wurde schon. Die hat schon darüber geredet. Als sie betrunken war, hat sie das, glaube ich, gesagt. Ja. Ah, das ist genau die gleiche Aussage wie Mons. Ich bin kein Weeb. Ja, das stimmt. Warte, hab ich wieder gehext? Fick. So eine Scheiße. Okay, Leute. Ja, wenn ihr ein Trinkspiel draus macht, viel Spaß mit eurer Leber. Danke fürs Papa. Dankeschön. Ich bin kein Weeb. Lithium Hydrate, dankeschön für deinen Switch auf ein Abo. Dankeschön. Und Chantal, danke für 200 Bits. Dankeschön. Ups, gehen wir nochmal rüber. So. Entschuldige bitte für all die Probleme, die ich dir möglicherweise heute oder letzte Nacht bereitet habe. Oh, Leute, macht das nicht, morgen ist Montag. Ich habe schon versucht, die Leute abzuhalten, es hat nicht funktioniert. Nee, sehe ich nicht, bin meiner Meinung nach ganz normal. So normal, wie man halt sein kann, wenn man mit euch arbeitet. Okay, gut, fair, ne? Sekator, danke für deinen Sub, willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Mach dir keine Gedanken. Du bist so nett, flache Barkeeperin. Danke fürs auf mich aufpassen. Bye! So, Chat. Seid ihr happy? Sie ist jetzt weg. Hallo Jungs und Mädels! Streaming Chan ist zurück am Start mit neu aufgeladenen Batterien! Ah, der Mond ist brennt! Was? Warum? Dankeschön für 200 Bits, dankeschön. Ich fühle mich, als hätte ich gerade etwas Furchtbares auf die Welt losgelassen. Ach Gott, ne. Komm schon. Komm schon, das ist nicht so schlimm. Sag, was hat es mit dieser Flasche auf sich? Ein Kunde hat sie mir gestern gegeben. Eine Art Geschenk, schätze ich. Oh, cool. Das ist irgendeine Art von Rum. Rum? Toll. Willst du, dass ich dir ein bisschen davon einschenke? Ja, klar. Oh, Leute, hier, für alle, die es nicht wissen, wir haben einen Crush auf unseren Boss. Ja, wir sind, ich bin mir gerade nicht sicher, ob bi oder lesbisch, aber wir sind auf jeden Fall, haben auf jeden Fall einen Crush auf sie. Und damn, wir dürfen ihr jetzt ein bisschen was von unserem Rum einschenken. Abgefüllte Drinks. Ah, schön. Es ist nicht schlimm, es ist viel schlimmer. Ja, ich habe etwas Furchtbares auf die Welt losgelassen. So schlimm ist es nicht. Das sind ich und Mon. Wenn Ginger Stream startet. Hä? Was soll das denn? Ist der Chef jetzt unser Gast? Ja, anscheinend schon, ne? Ich glaube, Jill war B, aber ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob sie auch mal gesagt hat, sie
Herr wäre nicht schon mal mit Typen zusammen gewesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Es wird Zeit, Leute, für ein bisschen rum, ne? Mischung. Rum. Rum, Leute. Okay, es wird Zeit für den ersten Sip heute. Mmh, yum, yum, yummy. Leute, Sipping Time! Sip, sip, sip! Ach du Scheiße. Oh, warum habe ich denn nur noch das zum Trinken da? Oh, verdammt. Ach, so. Ja, so. Puh. Schimpfen darf man nicht. Okay, I try. I try. Hier. Cool. Den werde ich in meinem Büro genießen, danke. Nein, ich dachte, sie trinkt hier an der Bar. Ach. Chef, was soll denn das? Mann, was soll denn das? Den Rum, den man von irgendwoher bekommen hat, was kann schon schief gehen? Der ist ja verschlossen, dann passiert da bestimmt nichts. Energy Drink Senpai, Dankeschön für 18 Monate. Immer gerne. Okay, dann. Es geht los. Zeit mischen, zu trinken und Veränderungen zu leben. Warte, was? Warte, so ging das nicht. Nein! Time to mix drinks and change lives. Lifers? Lives? Lifers? Wait, im schlimmsten Fall haben wir gerade unseren Chef vergiftet. Unser Chef ist doch übelst krank irgendwie, so übelst. Die ist doch übelst krass, die überlebt alles. Die wurde doch irgendwie schon von Schlangen gebissen und keine Ahnung, hat mit irgendwelchen Tigern gekämpft, keine Ahnung. Die wird doch schon überleben. Ah. Hatte gestern meine Einweihungsfeier, die ganze Bude riecht nach Kotze. Bessago! Oh, das tut mir leid. Die wrestelt auch mit Bären, ja. Hm. Ah, niemand hier, um etwas zu erwidern. Mann, es fühlt sich hier einsam an ohne Jill. Ich hoffe nur, dass die Unruhen auf den Straßen keine gefährlichen oder komischen Gestalten dazu bringen, hier reinzukommen. Okay, Chat. Was für eine Synchro geben wir diesem Gehirn? Was ist das? Hab noch einen Bembel im Kühlschrank gefunden. Alex, du bist auch so ein Bembel. Was ist ein Bembel? Robo-Ginger. Robo-Ginger. Hallo, Robo-Ginger. Guten Abend. Heilige Scheiße, das war rekordschnell! Willkommen in Valhalla. Was kann ich Ihnen bringen? Applevoy? Applevoy? Du bist auch so ein Applevoy. Ist das dein Gehirn? Nee, mein Gehirn sieht größer aus als das, weil ich bin so überklug. Ginger, keine Diskriminierung von Körperlosen. Ah, Apfelwein. Ach so. Ich glaube, dein Manager ist kaputt. Ja, ich glaube auch. Hä, warte mal. Alex, hast du nicht gesagt, heute gibt's nichts mit Umdrehungen? Ich bin echt ein schlechter Einfluss, glaube ich. You small brain. Mann? Ich hab mega giga big brain. Ha? Hab's mir anders überlegt. Ich vorhin noch so. Leute, guckt mal, wenigstens mein Manager ist vernünftig. Au, wenigstens der. Nein, nein, heute trinke ich nichts. Oh, ich habe noch Apfelwein gefunden. Ach, Leute, was ist denn los? Hawk, danke schön für 600 Bits. Hallo, du. Schön, dass du da bist. Willkommen in Valhalla. Was kann ich Ihnen bringen? Ich nehme einen Blue Fairy.
Mach keinen blöden Witz. Mach keinen blöden Witz. Er ist in Arbeit. Die schafft Boss es nur, dass ihre Locke so absteht. Warum? Was meinte sie für einen Witz bei dem Hirn? Blue Fairy? Blue Fairy, was für ein Witz? Habe ich nicht verstanden. Ich bin einfach dumm. So, Blue Fairy ist, klingt eigentlich wieder süß. Die blaue Fee? Könnte aber auch spritzig sein. Ne. Blue Fairy war süß, okay. Hätte auf das erste achten sollen. Oh, Jill ist nicht konzentriert. Wieso ist Jill nicht konzentriert? Wieso? Was macht das denn, wenn sie nicht konzentriert ist? Hat schon Flair, wenn man was mittrinkt. Muss ja kein Alk sein, aber Cocktail hat schon was. Ja, that's true. Nee, das Spiel sagt ja auch selbst, während du spielst, kann man sich gerne ein Getränk holen und sich gemütlich machen. Deswegen liebe ich das Spiel auch so sehr. Wenn sie nicht konzentriert ist, steht unten nicht, was ein Kunde bestellt hat. Oha, oh, das wusste ich gar nicht. Upsa. Warte mal, 4 Adelhyd und 1 und optionales Kamotrin. Oha. Heißt optionales Kamotrin, wir dürfen das Getränk groß machen? Ich weiß es nicht, ich vergesse das jedes Mal. Jetzt muss ich mir die Hints merken, was die Leute wollen. Scheiße. Ach scheiße, ich habe das Gefühl, bis zum Ende des Streams bin ich der einzig Nüchterne und Vernünftige hier. Fuck, Dommel, du musst uns alle retten. Kann ich den groß? Groß kannst du es fast immer machen. Optional ist Kamotrin, ist einfach Kamotrin reinballern. 1, 2, 3, 4, 1. Und rein da! Alohol! Ich frage mich eigentlich, wie... Also, keine Ahnung, wie trinkt denn jetzt das Hirn was? Es greift und geschüttelt. Blue Fairy. Oha, Lucy, danke für 600 Bits. Ach du Scheiße. Bitte sehr. Schön, ja? Sieht gut aus. Was wollen Sie? Oh, Sie können Dinge greifen. Hätte mir klar sein sollen. Sie können trinken und essen. Ich habe das gleiche System, wie es Lilims haben. Kann ich Sie etwas fragen? Taylor. Nenn mich Taylor. Einfach Taylor. Und ja, so eine Süße wie du kann mich alles fragen. Dieses Hirn macht mir Angst. Okay, Taylor. Du musst die erste Person sein, die ich je getroffen habe, die nicht anfing mit... Okay, einfach Taylor. Nee, zu einfach. Sie sind ein Gehirn in einem Glas, richtig? Wisst ihr, was ich gerade so lustig finde? Jill ist so gut im Smalltalk und so gut im Reden halt mit Kunden an der Bar und die in ein Gespräch zu verwickeln und fängt eigentlich auch immer super casual und super selbstbewusst an. Und jetzt ist sie gerade so irritiert, dieses Hirn zu sehen, dass sie selbst auch nicht weiß, was sie sagen soll. So, irgendwie hat das so ein richtig awkward Vibe, so, sie sind ein Gehirn in einem Glas, ja? Ach Gott, ist das geil. Danke fürs Putt-Putt, dankeschön. Oh Gott. Ich bin sicherlich kein Hologramm, da bin ich mir sicher. Jupp, ich bin ein waschechtes Menschenhirn in einem Glas. Also, wie... Warum? Naja, normalerweise sind Gehirne unsichtbar und nicht so gegenwärtig, schleimig und empfindlich sichtbar. Ja, kann ich auch fühlen. Oh, erinnert mich an Kleiner Prinz, die Rose. Du meinst nur wegen dem Glas, aber naja, okay. Ginger ist ein Gefäß für ein Hirn, aber nichts drin. Dankeschön, vielen lieben Dank. Oh man. Stunden-Zip? Oh! Leute, Stunden-Zip! Schlucken!
Ach, schön. Ich nehme noch mal hier so einen Schluck. Oh. Oder ein paar mehr. Puh. Was? Macht meine Schönheit dich etwas sprachlos? Sie sind nichts, das ein Mädchen jeden Tag zu sehen bekommt. Und das will schon was heißen in dieser Gegend. Fürchte dich nicht, denn für solche Fälle habe ich eine Rede vorbereitet. Eine Rede? Du siehst vor dir eines der weltweit 5 großartigen lebendigen Hirne in einem Glas. Wir sind Gehirne, die unter Bedingungen leben, die es uns erlauben, wie jede andere humanoide Kreatur zu existieren. All das, während ein Computer in unseren Gläsern unsere Aktivitäten scannt. Auf eine langsame, aber stetige Weise helfen wir der Welt, die innersten Prozesse des komplexesten natürlichen Computers zu verstehen. Ich schätze, Sie haben das vorbereitet, nachdem Sie die gleiche Frage zu oft beantworten mussten. Was? Ach du Scheiße, ey. Nicht aus Verbitterung oder so, nur um das klarzustellen. Ich wollte nur etwas Wohlüberlegtes vorbereitet haben. Schau, ich habe sogar ein paar Broschüren dabei. Willst du eine? Sicher. Nur, was bringt's... Scheiße. Ich habe 2-mal gehixt. Fuck. Echt jetzt? Man. Scheiße. Oh, ja, da waren 2. Okay, Leute, nehmt 2. Nimm 2. Sie haben einen sehr bezaubernden Parietallappen. Was ist ein Parietallappen, Nebu? Manchmal machst du mir Angst, dass du studierst. Oh, wie hast du das Game auf Deutsch bekommen? Es gibt Mods dafür. Einfach mal googeln. Fernübersetzung. Meine Eltern kamen gerade wieder. Jetzt habe ich ein kaltes halbes Hähnchen zu meinem Apfelsaft. Mann, du hast heute nicht nur Milchbrötchen gegessen. Stimmt, Alter, du hast heute dann nichts gegessen, außer ein paar Milchbrötchen. Und dann gönnst du dir jetzt den Sekt, Alter. Zum Glück, ey, iss was, bitte. Bitte. Ein Teil vom Gehirn. Ich weiß, Nebu, also ich dachte es mir schon, aber... nur, was bringt es eines der einzigen 5 Hirne im Glas der Welt an einen Ort wie diesen? Oh, ich komme eigentlich von hier. Ich wollte nur einen Spaziergang machen, zum ersten Mal seit einer ziemlich langen Zeit. Sind Sie schon einmal hier gewesen? Traurigerweise nein. Ansonsten würde ich mich an ein so süßes Gesicht wie deines erinnern. Wo wir gerade davon sprechen, darf ich deinen Namen erfahren? Ich heiße Jill. Jill? Das ist ein wirklich niedlicher Name. Danke. Sagen Sie, hatten Sie keine Angst, heute rauszugehen mit dem Tumult und allem? Hat dich auch nicht davon abgehalten, herzukommen, oder nicht? Ja, da haben Sie recht. Es braucht schon mehr als kryptische, wenn auch ominöse Nachrichten, um mich aufzuhalten. Hä, ich hatte doch ein geiles Frühstück. Nein, Mann. Dieser Fernseher macht dich kirre, nur 2 Frames. Hier, es hat aber alles nicht viele Frames. Das ist halt Pixel, ne? Melde mich zurück. Ginger, warum ist dein Gehirn im Glas? Sich Jill auch. Oh, werden wir gerade von einem Gehirn angemacht? Ja, Leute, wir werden gerade von einem Gehirn angeflirtet. Habt ihr was dagegen? Crazy Shadow, danke für 14 Monate. Ich habe das Spiel so geliebt. Ich liebe das auch. Sie sind furchtbar energiegeladen, wissen Sie das? Entschuldige, stört dich das? Nein, kein Stück. Dachte nur, dass ein Hirn in einem Glas nicht so fröhlich wäre.
Als ich noch lebte, gelangte mein Körper an den Punkt an, an dem es nicht viel gab, das ich noch tun konnte. Diese neue Form der Existenz erlaubt es mir, mehr zu erreichen als jemals zuvor. Plus, ich mache etwas, das Menschen auf lange Sicht hilft. Wärst du da nicht auch glücklich? Ich glaube, das ist absolute Einstellungsfrage. Glaube ich. Ich bin ja für vieles offen, aber mit einem Gehirn? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das muss der sich auch, oder sie muss sich das auch öfter anhören. Alle werden von einem Gehirn angemacht, die meisten haben aber noch einen Körper drumrum. Ja, das ist true. Das ist true. Es kommt auf den Charakter an. Ja, den Charakter und halt, ne, die, wie gesagt, so die Einstellung. Was für eine Einstellung, Lebenseinstellung du hast, I guess. Splasher, Dankeschön, Dankeschön für 60 Monate. Ach Gott, meine Katze spielt wieder mit dem Donut. Ich erschreck mich erstmal. Schubst doch mal aus Versehen das Glas um, Ghostery! Willst du, dass ich meinen Job gekündigt krieg oder wie und angezeigt werde? Gute Frage. Möchtest du mich glücklich machen, Jill? Hängt davon ab, was ich dafür tun muss. Keine Sorge. Gib mir einfach ein Bier. Alles klar, dann ja. Ich werde sie glücklich machen. Ah, deswegen das hier, weil unkonzentriert. Ja, ein Bier kriegen wir hin. Ein Bier kriegen wir hin. Ach, hoch, das ist mir die Vase umgefallen. Nee, Chantal. Nee. Ich muss gerade an Sitsnaps-Video mit dem Gehirn denken. Was? Nee, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Oh nee, so hat Schuh, sorry, musste niesen. Nein, Leute, was habt ihr denn für intrusive thoughts? Hallo, Kyokoji, hallo. Wow, das eskaliert schnell hier. Ja! Ich weiß nicht, warum mein Chat so auf Krawall ist. Splasher, danke für 60 Monate. Crazy Shadow, danke für 14 Monate. Oh mein Gott. Und Black Ice Tim, danke für 23 Monate. Leute, danke schön. Wie trinkt das Gehirn? Schüttet man das einfach ins Glas? Sie meinte gerade irgendwie, der hat Arme oder so an dem, an der Maschine. Ich weiß es nicht. Okay, Leute. Oh, scheiße, da muss ich mir gleich ja nochmal einschenken. Ach du Kacke. So, eins Adelhü, zwei von dem hier, eins davon, zwei hiervon und vier Kamotrin. Ach, ein Bier kann man auch immer wieder groß machen. Großes Bier. Ein großes Bier um halb vier. Ein großes, großes Bier. Und davon alles schütteln. Guck mal, da ist ein Bier. Wie ist das Gehirn? Schüttet man Fischfutter oben rein? Fischfutter oben ins Hirn gießen. Oh. Alkohol muss bei ihm ja direkt ins Hirn gehen. Stimmt. Der hat dann noch so ein paar Schläuche und das wird einfach direkt ans Hirn reingeleitet. Leute, fragt ihr euch, ob das Hirn wohl blascht, wenn es betrunken ist? Alter, das sind die Fragen, Alter. Na gut, ich gieß mir kurz ein. Meine intrusive thoughts, so greif nach der Pistole von dem Polizisten. Was? Ich will ja nichts sagen, aber das Bier ist nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Doch, dem geht's gut. Das ist aber nicht ein ganzer Shot. Nee, nur ein halber, habe ich ja gesagt. Ein kleiner. So, Leute. Okay, Leute, es ist Sipping-Zeit. Let's fucking go. Zeit für dein Bier. Sipping-Zeit. Oh. Oh my freaking god. Ich sterbe heute Abend noch, glaube ich. So. Ach, wir trinken Apfelsaft. Ja, Kyokoji, wir machen doch.
Wir sind doch hier in der Bar. Wir füllen gerade ein Hirn ab. Ginger! Und Ginger, nicht sterben. Ich versuch's. Boah, ich versuch's, ehrlich. Hier ein Bier. Ups. Ah ja, egal was passiert. Bier ist immer gut. Ein ganz schöner Zufall. Erst gestern habe ich mit einem Kunden über Hirnuploads gesprochen. Wirklich? Ja, wir haben darüber gesprochen, wie, selbst wenn man sein Hirn hochlädt, man selbst noch hier ist. Darüber habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Denkst du, dass das in den kybernetischen Raum geschickte... Oh Gott. Denkst du, dass das kybernetische... Dass das in den kybernetischen Raum geschickte Du sich so fühlen würde, als wäre es wirklich transferiert? Also, würde es sich überhaupt an alles erinnern? Als würde sie einfach irgendwo anders aufwachen oder so? Ehrlich gesagt, stelle ich mir das genauso vor. Stell euch mal vor, ihr sterbt eigentlich und jemand nimmt eure Daten aus eurem Hirn, uploadet sie und dann könnt ihr irgendwie als Roboter mit euren Daten aber wieder erwecken. Dann würde man doch irgendwie denken, hey, ich bin tot, irgendwie bin ich jetzt woanders. Das klingt ziemlich deep. Ja Leute, was? Ich hab doch gesagt, hier ist Deep Talk. Man! Drunken Deep Talk. Was habt ihr erwartet? Ich sympathize mit dem Hirn. Ich mag nee, Bier. Bitte nicht, dann habe ich ADS Permanent. Oh. Ich habe Kopfschmerzen. Warum bringt mich der Stream zum Denken? Oh. Ich meine, ja, wäre weird, oder? Ja, ne? Außer es ist dann eine Kopie. Naja, es sind deine Daten. Im Prinzip bist das ja du, oder? Ist halt die gute Frage. Bist du das dann? Wie deep kann Drunk Deep Talk denn sein? Ich habe andere Erfahrungen. Ich weiß, es gibt so dieses Deep und dann gibt es dieses Semi-Deep. Was sich halt richtig deep anfühlt. Aber eigentlich ist es gar nicht deep. Ich denke, es kommt immer so drauf an, wie hoch das Level ist und mit wem du redest. Und was das Thema ist vielleicht auch. Bist du das dann noch du selbst oder ist dieser Upload eine Kopie von dir? Ja, das ist, musst du selbst entscheiden. Ich glaube, das ist eine neue Person. Das ist nicht mehr ich. Hannah, irgendwie... Ganz weird. Das ist eine interessante Frage. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob es möglich ist, jemandes Hirn in einen Lilim zu transferieren. Eines der Gehirne wird sogar für ein solches Experiment eingesetzt. Sie können einen funktionsfähigen Lilim erschaffen. Leider lassen die Verkabelungen und so andere Sachen es eher gruselig aussehen. Sie übertragen aber nicht seine Identität oder etwas dergleichen. Sie verkabeln ihn nur mit einem Körper. Oh. Man könnte meinen, jemand würde lieber das tun, als komplett freiliegend in einem Glas zu schwimmen. Ich muss zugeben, dieses ganze Ding mit dem Gehirn mag durchaus komisch anmuten. Aber der Körper, von dem ich dir erzähle, sieht einfach nur unheimlich aus. Okay, also das Hirn meint, das hier ist weniger unheimlich als der Rest. Okay. Schreib doch sowas nicht. Oh mein Gott, blöde Frage. Ist Uwu zuckerfrei? No. Aber steht doch drauf auf der Website. Oh. Kannst die Zutatenliste einfach angucken. Das ist bestimmt voll chillig, einfach in so ein bisschen Wasser rumzuschwimmen und lecker Bierchen zu trinken. Oh. Bist du die ganze Zeit in deinem Stuhl rum? Kann sein, ja? Oh. Oh mein Gott.
Ich dachte gerade, meine Katze kotzt, aber die spielt nur mit dem Donut. Och, Junge. Puh. Wo wir schon bei unheimlich sind. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sich das erste Mal selbst gesehen haben? Es war ein ziemlicher Schock, um ehrlich zu sein. Es hat aber nicht lange angehalten. Ich habe nie sonderlich an meinem Körper gehangen. Für den späteren Teil meines Lebens meine ich das sogar fast buchstäblich. Weißt du, was der Nachteil dieses Körpers ist? Ich kann nicht betrunken werden. Nein! Nein! Wenn man das einen Nachteil nennen möchte? Nein! Oh my freaking God! Oh, meine Katze hat ein Regal umgeworfen! Wartet mal kurz! Oh. Bist du doof? Oh. Alter, der hat einfach irgendwie so, au, oh, oh, der hat einfach so den Roundhouse-Kick gemacht und hier mein Regal umgekippt und damit die Tür versperrt, sodass er nicht mehr raus konnte. Ach, keine Ahnung, Alter, der Donut hat ihn anders aufgewühlt, glaube ich. Wie stark sind die Katzen? Die haben viel Schwung, wenn die damit Anlauf gegenlaufen. Alkohol kann leider nicht die Bluthirnschranke durchbrechen. Warte, was, Majora? Ist das gerade wirklich... ist das so Knowledge von dir? Kannst du das erklären? So Knowledge? Ist das dieses... oh, Dankeschön fürs Part. Dieses Doktor-Knowledge? Bitte, Majora, ich will Details. Das ist voll interessant. Der ist Doktor, ich denk mal schon. Wenn man das einen Nachteil nennen möchte. Wenn du Alkohol für den Geschmack allein trinken wolltest, gibt es da mehr als genug Alternativen. Trunkenheit ist ein Teil der ganzen Erfahrung. Das stimmt. Also das ist absolut true. Aber ja. Die Bluthirnschranke filtert alles, was vom Blut ins Hirn darf und was nicht. Warte mal. Und ohne die Schranke wird einfach direkt alles abgestoßen? Nee, es gibt einfach gar keinen Ort mehr, was, wo man filtern und zu... Aber was, wo geht denn gerade der ganze Alkohol hin? Was? Hä? Wo geht denn das hin dann? Ohne die Schranke kommt alles rein. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, ne? Das macht irgendwie Sinn, ne? Du kannst ja nicht einfach da... Da ist ja noch viel mehr drin. Oder alles geht jetzt ins Hirn? Ja, genau das. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, glaube ich. Der Abend wirkt plötzlich mega gut organisiert. Respekt an Ginger. Wir haben Domit als Fahrer und Majora als Doc in den Notfällen. Ich glaube, Majora ist nicht quite literally Doc. Majora hat einfach nur einen Doktor. Oh, Leute. Ach, ja, okay. Naja. Ich schätze mal, es gibt einen Mund, mit dem die Geschmackssignale über die Kabel ins Hirn gehen. Also nichts mit Bier ins Wasser. Ja, ach so. Ja, okay, das macht Sinn, ne? Dass einfach nur die Information des Geschmacks ans Hirn weitergegeben wird, aber das war's. Ich bin quite possibly bamboozled. Hey, ich habe so viel gelernt in diesem Stream jetzt schon. Holy shit. Wenn mir einer ins Auto kotzt, brennt die Luft. Das ist gerade so lustig. Diese Dynamik in dem Stream. Was ist passiert? So. Jetzt nur bis zum Ende merken. Hä? Immer doch. Mann, immer doch. Aber warum? Lilim können ohne Probleme betrunken werden. Lilim sind übrigens diese Ganzroboter, die aber sehr menschlich wirken. Ja, aber in deren Fall ist dir hier ein Computer, der mit ihrem Körper verbunden ist.
Betrunken zu werden bedeutet, dass ihre Gehirne die Eingabegeschwindigkeit zu ihren Körpern reduzieren. Je nach Modell kann ihr Betrunken Unterprogramm sogar einen anderen Verhaltenszyklus einwerfen. Es ist schwierig, betrunken zu werden, wenn der ganze Sinn deiner Existenz ist, herauszufinden, wie genau du funktionierst. Ha, ja, da hast du recht. Wer ist denn das? Hey, Jill! Alma! Hey, Jill. Und, warte, war nicht sie das? War nicht Alma das, die gemeint hat, sie hat ihrem Lehrer ihre Brüste gezeigt und wurde dann von der Schule suspendiert? Ja, oh. Und Alma ist Hackerin, oder nicht? Alma ist doch Hackerin. Okay, Leute, dann wisst ihr jetzt, das ist Alma. Alma ist mit Jill schon länger befreundet. Alma ist Hackerin, sehr gut, also vom Beruf Hackerin und glaube ich, also ich denke mal, dass sie das beruflich macht. Und Alma ist Single. Ah, Alma ist Single, wie Monza. Und Alma hat einmal, als wir sie abgefüllt haben, erzählt, dass sie von der Schule geflogen ist, weil sie ihrem Lehrer ihre Brüste entblößt hat. Mitten in der Klasse. Und versucht hat, ihren Lehrer zu verführen. Ach du Scheiße. Ja, Hacker, okay, notiert. Naja, okay. Alma ist Single und verzweifelt. Ja, vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, das stimmt. Alma, best girl. Ah. Na gut. Nur ein Oh, Alma? Wo ist deine Höflichkeit, die man von einer Kneipenbelegschaft erwartet? Willkommen in Valhalla. Was kann ich Ihnen bringen? Zufrieden? Nicht, wenn du es so verpackst. Oh, hallo, meine Hübsche. Okay, damit hast du meine Gefühle verletzt, Liebes. Wie geil, Alter! Sorry, Mann. Sie sieht nicht alle Tage ein sprechendes, körperloses Gehirn. Ich meine, ich habe im Sommer in der Lillem-Instandhaltung gearbeitet, aber selbst da waren es eher, sprechende Köpfe? Oh, mach dir deswegen keine Sorgen. Wenigstens läufst du nicht davon oder wirst ohnmächtig. Dein Name ist Alma, richtig? Ich bin Taylor. Schön, dich kennenzulernen, Taylor. Gute Nacht, Felix. Oh Gott. Sag, Alma, darf ich dir einen Drink ausgeben? Sorry, ich date nur Leute, die zumindest zu 50% organisch sind und wenigstens ein Gesicht haben. Hm, dann weiß ich genau, was ich anstreben muss. Nur Spaß, es würde mich glücklich machen, dich glücklich zu machen, indem ich dir einen Drink kaufe. Macht dir das was aus? Ich schätze, wenn Jill der Barkeeper ist, dann habe ich kein Problem damit. Fantastisch. Dann zahle ich für deinen nächsten Drink. Was möchtest du? Ich nehme einen Cobalt Velvet. Und du, Taylor? Ich brauche tatsächlich nichts. Du willst mich alleine trinken lassen? Ich möchte nicht so viel trinken. Alles klar, dann. Die Bestellung war, ich würde sagen, ein Kaninchen. Okay, sie ist wirklich nicht konzentriert heute. Oh Mann. Jay, wie kannst du nur? Scheiße, Gesicht ist nötig. Also ich kann sie nicht verübeln, ne? Taylor ist alle am Risen. Taylor will alle Risen, wirklich. Oh. Das Gehirn kann nicht mal Testosteron haben. Wieso ist es so horny? Wer sagt, dass das hier ein Horny ist? Mmh. Okay, Cobalt Velvet. Ist scharf? Scheiße. Spritzig. Aber mein zweiter Try ist fast immer richtig.
2 hiervon, 3 von den grünen und 5 Karmotrin. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir einen großen Drink. Alma ist immer lustig, wenn sie betrunken ist. Alma, Baby. Du brauchst heute mal ein bisschen mehr. Alma, Baby. Warte mal. Wie Champagner mit ein bisschen Cola. Geil. Klingt ja lecker. Yumashima! Bam, 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 bam. Ich glaube, Taylor braucht so ein bisschen Gesellschaft. Ist ein bisschen einsamer als hier, kann sein. Oh, Raido, danke schön. Bam, 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 bam. Die Kätzchen kuscheln sich zu euch. Ganz viel Spaß. Dankeschön. Wir machen heute einen gemütlichen. Ihr kommt rechtzeitig zum dritten Zip heute. Oh Gott. Champagner mit Cola klingt fürchterlich. Ja, indeed. Das klingt wirklich fürchterlich. Auf Eis und geschüttelt. Ah, oh, das sieht so geil aus. Auch mit dem Glas, ne? Oha. Ghostery, danke für dein Subgift an Yumashima. Auf euch geht's allen gut. Fand's ja auch gerade super cozy. Oh, danke schön. Das freut mich. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Das Glas ist so fancy, ja. Yeah. Ich gieß mir schon mal ein, Leute. Leute, seid ihr ready? Ich nicht. Ich bin es ganz sicher nicht. Okay, Leute. Kobalt Velvet in groß. Und Zip. Oh. Wir haben sehr viel gequatscht. Das freut mich. Oh, das freut mich. Nee, quatschen klingt doch... Ja, klingt doch super. Das wollte ich sagen. Quatschen klingt doch gut. Oh Gott. Puh. Hier dein Drink. Hoffe, gefällt dir. Weißt du... Du warst in den vergangenen letzten Minuten netter zu mir als zumindest 3 Kerle im letzten Jahr. Von der Art und Weise, wie ihr miteinander redet, schätze ich, du bist hier schon seit einer Weile Gast, korrekt? Nur seit so einem halben Jahr oder so, wenn ich mich recht entsinne. Wirklich? Man könnte denken, es wäre länger. Ah, fühlt sich auch so an. Aha, oh, warte. Falsch, upsie. Ach, halt die Klappe. Du liebst mich und du weißt das. Also hast du einfach angefangen herzukommen und das war's? Das erste Mal, als ich herkam, war dieser andere Typ. Wo wir dabei sind, wo ist Pablo? Jillian. Archimedes. Weiß nicht. Auf Abenteuertour oder sowas. Wie auch immer, der andere Typ hat mich beim ersten Mal, als ich herkam, bedient. War nichts Besonderes. Das nächste Mal, als ich auftauchte, bediente mich Jill und... Ich weiß nicht, es fühlte sich so an, als würdest du mich einfach verstehen. Da ist diese... Chemie. Wir klicken. Mann, die will uns! Ich sag's euch! Die will sich an uns ranschmeißen! Wisst ihr, was... Also, sie hat sich schon ein paar Mal an uns rangeschmissen. Und wisst ihr, was Jill dann sagt? Dass ihre Brüste so groß wären, dass sie nicht zusammen in ein Badezimmer passen würden. Warte mal, war es nicht irgendwie so? Hat sie nicht sowas? Hat die einfach gesagt so, Alma, deine Brüste sind so groß, die passen, wir passen nicht mal zusammen in ein Badezimmer. Au! Oh. Wir klicken, sagt sie. Der Fakt, dass ich mehr Chemie mit dir spüre als mit vielen anderen Leuten, ist aber irgendwie traurig. Es ist immer schön, an eine gute Freundschaft zu sehen. Leider wird es etwas spät und ich muss los. Ich lasse euch zwei lieblichen Damen mal alleine. Man sieht sich. Tschüss. Bitte beehre uns bald wieder. Dieser Taylor war ziemlich nett. Anfangs aber ein bisschen merkwürdig. Scheinbar eines der 5 Gehirne, die von Wissenschaftlern studiert werden oder so. Es gibt eine Zusammenfassung in dieser Broschüre. Lass mal sehen. Oh, stimmt, ich habe von denen gehört. Kaum zu glauben, ich habe tatsächlich eins von ihnen getroffen.
Hey, Alma, ist deine Familie sehr streng oder sowas? Nicht besonders, nein. Warum? Vor einigen Tagen hast du angefangen, etwas davon zu murmeln, wie Nummern sich nicht darum scheren, was du tust. Darüber, dass eine 27 sich nicht darum kümmert, ob du eine katholische Hochzeit hast oder nicht. Was? Oh. Okay, Chat. Hier, bitte. Ist okay. Oh. Oh Gott, nicht die Nummernsache. Ja, meine Familie ist per se nicht streng, aber meine Mom kann wirklich aggressiv sein. Für sie ist der Fakt, dass ich so alt und noch nicht verheiratet oder schwanger bin, ein Zeichen, dass ich niemals Kinder haben werde. Aber vergiss den Fakt, dass sie bereits 3 Enkel hat. Ich liebe sie, aber sie kann manchmal... Ach, naja, puh. Oh. Die Arme. Man. Ich finde irgendwie, man sollte seinen Kindern... Wie alt ist denn Alma? Ich glaube 30 oder so. Ich weiß gar nicht, ob sie das mal gesagt hat. Um die 30? Ich finde irgendwie, man sollte seinen Kindern nicht aufzwingen, wie sie ihr Leben zu führen haben. Und wenn das gerade halt nicht in ihr Leben passt oder sie keine Kinder will, dann ist doch okay. Oh. Die Übersetzung ist nice. Yes. Finde ich auch. Manchmal lappt sie ein bisschen über die Textbox, aber das ist nicht so schlimm meistens. Laut Wiki ist sie 29. Ach Gott. Ach, die Arme. Ah ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Du sagtest außerdem die Worte, ich war eine blühende Frau und würde so etwas nicht stehen lassen. Nachdem du über so einen Lehrer aus der 8. Klasse geredet hast. Ach du Scheiße, sie hat ihre Brüste ihrem Lehrer gezeigt, als sie noch in der 8. Klasse war. Wie alt bist denn du da? 13? Ach ja. Ah, ja, das. Du verstehst, damals, als mein Körper angefangen hat, sich zu entwickeln, wurde ich wirklich schüchtern. Aber ab irgendeinem Punkt hat irgendwas Klick gemacht. Ich war nicht mehr schüchtern, ich fühlte mich stark. Sie so, man, warum habe ich so große Brüste und so einen fetten... warum kriege ich so dumme Kommentare von den ganzen Boys? Und irgendwann so, man, ich bin ja richtig hot. Man, wow. Ja, Mann, wenn Ginger das falsch retellt. Was habe ich falsch retellt? Sie hat doch gesagt, sie könnten mich schwängern, oder nicht? Warte, was? Sie könnten mich schwängern? Warte mal. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sie so, geil, Titten! Wow, ich hab Titten! Wow! Ach, Mann, ey. Da kann ich sie verstehen. Meine Familie geht mir auch immer auf die Nerven wegen Heirat und Kinder. Ich will aber weder das eine noch das andere. Oh. Ach, Mann, ich verstehe das nicht. Warum auch der ganze Stress dann? Sie hat dem Lehrer doch keine Brüste gezeigt, oder? Doch! Und sie ist von der Schule geflogen deswegen. I remember. Sie hat das doch irgendwie erzählt. Sie wird der Schule verwiesen. Brüste sind was Schönes. Ach, schön, dass ihr euch da einig seid, Chat. Mein Körper fühlte sich für mich wie ein neues Spielzeug an. Eines, welches ich gut zu nutzen wissen würde. Ach du Scheiße. Natürlich gab es da 2 Probleme bei der Idee. Ich war ein Jugendlicher, ein geiler Jugendlicher und ich war umgeben von geilen Jugendlichen. Das ist indeed ein Problem. Aber schön, dass ich's genau richtig verstanden habe. Oh. Warte mal, sie hat ihre Brüste an ihn gedrückt und dann gesagt, dass er sie schwängern könnte? Okay, ja, dann würde ich, dann wäre ich, ja, okay, das ist okay. Oh, okay.
Die Übersetzung ist Peak Comedy. Ja, Mann! Ich bin nicht mal beschämt. Ich stehe immer noch zu meiner Kernmoral, die ich damals festgehalten habe. Aber das ist eine dieser Erinnerungen, auf die du zurückblickst und erschrickst, wie rücksichtslos du gewesen bist. Ich meine, ich hätte schwanger werden können. Oder Schlimmeres. Oh. Oh. Und jetzt hat sie sich über all das Gedanken gemacht und sie kann irgendwie, kommt von diesem Lebensstil nicht los, aber kann sich mit dem Gedanken nicht mehr anfreunden. Maybe? Oh. Hallo, Grün. In dem Alter war ich bereits schwarz gekleidet und besessen vom Okkultismus. Das Schlimmste, woran ich mich erinnere, war, dass die anderen Kinder immer Witze über mich gemacht haben. Hm. Naja, du weißt ja, wie das alte Sprichwort geht. Vergleiche nie dein Leben mit denen anderer. Du weißt nie, was sie durchgemacht haben. Nee, ich hab nicht verglichen. Ich hab mich nur gewundert, ob dieses Selbstwertding mir damals geholfen hätte. Wo wir bei Familie sind. Heute kam ich, weil ich eine Pause von allem brauchte, was bei ihnen momentan abgeht. Lebst du bei ihnen? Nein, aber Evita und Bernie. Abgesehen davon, dass ich fast täglich zu Besuch bin. Wie dem auch sei, meine zweitälteste Schwester, Diana, hat sich vor kurzem von ihrem Ehemann getrennt. Es ist nicht mal eine Woche her, aber sie ist bereits mit einem anderen Typen ins Bett gesprungen. Sie hat ihre Kinder bei ihren Schwiegereltern gelassen und sie so ziemlich vergessen. Oh. Oh. Ist ja nicht so, als müssten die noch zur Schule gehen oder so. Oh, verdammt. Wow. Ach du Scheiße. Dianas Leben war immer ziemlich chaotisch, aber in den letzten Tagen schießt sie wirklich den Vogel ab. Sie möchte Zeit für sich, um ihr Leben zu leben. Ey, ganz ehrlich, das verstehe ich. Girl. Ich bin selbst so, ich sag so, wenn das ist, was dich glücklich macht, dann ja. Aber wenn du zwei Kinder hast, dann hast du diese Freiheit nicht mehr. Ach, Mann. Oh, die Kinder tun mir so leid. Oh. Da muss ich mich kurz strecken. Oh, mir ist so heiß, Alter. Ich weiß nicht, ob das an dem Getränk liegt, das ich trinke. Oder ob es wirklich einfach heiß ist. Ich bin über das Aber deinerseits sehr froh. Ja. Uff. Halbstunden-Sip, seit wann haben wir sowas? Oh. Hat Ginger jemand noch Ginger knacken gehört? Ach was, ich knacke nicht, nur ein bisschen. Daran hat sie nicht gedacht, als sie den Kerl mit 20 geheiratet hat. Sie hat nicht darüber nachgedacht, als sie einen Mann geheiratet hat, den sie erst seit 3 Monaten kannte. Oh. Aber das darf sie doch auch machen. Oh. Wenn sie denkt, dass das das Richtige ist. Life is a bitch sometimes. Ob das jetzt einen Unterschied macht. Du kannst doch auch 2 Monate oder 3 Monate später nicht wissen, was in 5 Jahren ist. Nur 3 Monate ist auch schon schnell. Ja, die dürfen doch heiraten nach 3 Monaten. Das Einzige, was ich nicht okay finde oder was halt nicht okay ist, ist halt die Kinder. Die Kinder. Einfach immer sippen. Chat einfach so, ja, schlucken. Ach, Leute. Let Marius, wow, dankeschön für 30 Monate. Dankeschön.
Oh Gott. Sei nicht wie ich, Ginger. Ja, ich gebe mein Bestes. Ben, gute Nacht dir. Du solltest deinen eigenen Rat befolgen. Hey, ich würde niemals jemanden heiraten, der meine Aufmerksamkeit so schnell erregen könnte. Alles klar? Klar, da war das eine Mal, als das beinahe passiert wäre, aber ich beschuldige diese verdammte Kisscam des Stadions. Oh nee! Warte! Oh. Unangenehm. Kisscam? Ich ging mit einem Typen aus, den mir meine kleine Schwester vorgestellt hatte. Er war scheinbar der Bruder von ihrem Freund oder sowas. Wir sind ein paar Mal ausgegangen und er hat mich zu einem Basketballspiel eingeladen. Die Stimmung war gut, aber dann später fokussierte sich die Kisscam auf uns und statt mich zu küssen, hat er mir einen Antrag gemacht. Ich wurde beinahe von der Stimmung mitgerissen und hätte ja gesagt. Oh, das Antrag nach 3 Dates seems legit. Das finde ich aber auch gar nicht in Ordnung. Ui. Das finde ich auch gar nicht in Ordnung. Still a better love story than Twilight. Oh Gott. Ein Defi, Dankeschön für 4 Monate. Fragen kostet nix. Oh nee, Alex. Genau das, was sie meinte. Oh, aua. So, sorry, musste mich ganz kurz. Nee, aber ich. Du hast halt dieses ganze Pressure von dem ganzen Publikum und so. Ah. Oh. Also wenn man sich sowieso schon ewig kennt und ganz ehrlich auch schon darüber geredet hat, vielleicht mal ne, zu heiraten und ne, sich mit diesem Gedanken angefreundet hat und ne, das jetzt nicht das dritte Date ist, ne? Dann okay. Ich hatte einen Antrag nach meinem zweiten Date bekommen. Warte, was? Bro. Das Gaslighting vom Feinsten durch den Druck, sie zu forcen. Jo. Also, ich finde das schon nicht so nett, to be honest. Erstmal den öffentlichen Zwang ausnutzen. Ja, genau, du stehst halt so da. Die Cam ist auf dich gerichtet, so tausende Leute sehen dich gerade. Und das ist ja auch, na, so, die, wenn sie sagt, die Stimmung ist gut, ist, die waren gerade ausgelassen und happy eigentlich. Oh, und dann vor der Cam, in der Cam zu sagen, alter Junge, nee. Ist schon echt unangenehm. Ah. Ich nehme also an, dass du ihn abgewiesen hast. In einem Stadion. Live auf der verfickten Kisscam. Wir sind nur 3 Wochen miteinander ausgegangen. Ich weiß nicht. Vielleicht wollte mir mit dem alten Sexe Hochzeitsnachspruch an die Wäsche. Aber um komplett ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, wie er denken konnte, dass das eine gute Idee gewesen wäre. Weißt du, wie umständlich das klingt? Einen Antrag machen und bis zur Hochzeitsnacht zu warten, nur für Sex. Warte, was? Warum? Nein. Und womit mit Recht? Oh. Du brauchst auch Balls, das so öffentlich zu machen. Das. Aber darum geht's doch auch gar nicht. Unterschätze nie die Umstände, die ein Mann willens ist, auf sich zu nehmen, nur um dich ins Bett zu bekommen. Ich habe über die Jahre deutlich umständlichere Pläne gesehen. Ich bin versucht, dich zu fragen, aber ich denke, ich passe. Willst du sonst noch was? Hm? Was ist das für eine Flasche? Oh, genau, das ist etwas Rum, den ein Gast mir gestern gegeben hat. Ein Geschenk? Was hast du gemacht?
einen ausreichend guten Service, vermute ich mal. Ka-ki-que? Hm, interessanter Name. Was bedeutet der? Ka-ki-que? Ka-kik? Ist die Bezeichnung für einen Häuptling in manchen eingeborenen Stämmen. Verstehe. Willst du, dass ich dir was davon einschenke? Ich passe. Ich habe nicht sonderlich viele gute Erinnerungen, worum involviert war. Bring mir stattdessen einen Fringe Weaver. Alles klar! Die Lasche an meinem BH juckt. Fühl, Girl, fühl. Da sieht ja, das sieht man ja bei manchen Videos auf YouTube. Wenn jemand beim Antrag Nein sagt, wird diese Person ja gerne runtergemacht, obwohl eigentlich niemand was über diese Beziehung weiß. Oh. Einfach nicht die Frau fragen, sondern einfach dazu zwingen, Ja zu sagen, indem man die öffentliche Aufmerksamkeit nutzt, die alle auf einer Seite sind. Guter Plan. Der freaking Fringe Weaver, der nur Alkohol war. Also ist der sehr bitter, sehr scharf, sehr spritzig, okay. Oh, das ist wirklich der nur Alkohol-Drink. Oh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir machen einen großen, Leute. Wenn schon, dann wird abgefüllt. So. Oh. Hm. Mein Freund hat mir mal auf dem Konzert den Antrag gemacht. Wir waren schon ein paar Jahre zusammen. Ich habe natürlich Ja gesagt, aber es wäre ganz schön blöd gewesen, wenn ich, hätte Nein sagen wollen. Ja, das stimmt wohl. Also die Sache ist so an sich, das kann ja voll romantisch sein. So je nach Umständen. Aber ich finde so die Situation, die jetzt beschrieben wurden, da finde ich es halt ganz genau, finde ich es überhaupt nicht okay. Auf der anderen Seite, manche Leute denken auch einfach nicht nach, statt aktiv böse zu denken. Ey, ich kann mir vorstellen, dass der das nicht böse gemeint hat. Ist trotzdem Arschloch-Move. Musst du dem halt sagen dann. Keine Ahnung. Dann kriegt ihr das halt zu spüren, dass das ein Arschloch-Move war. Davor schützt ihm auch nicht ein. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass dir das nicht gefällt. Oh. Ah, das spricht man Cacique aus. Das ist ein spanisches Wort, das sowas wie Stammchef bedeutet. Oh, dankeschön. Ich habe was Neues gelernt. Aber sonst basiert halt auf gegenseitigem Respekt füreinander. Ja, genau. Wenn man bereit ist, einen Antrag zu machen, sollte man seine Partner gut genug kennen, um zu wissen, wo man sich comfortable fühlt und wo nicht. Ja. Ey, du Schatz, rein hypothetisch. Wo wäre dir ein Antrag denn am liebsten? Ey, ehrlich gesagt finde ich das gar nicht schlimm zu fragen. So, hey. Wie wär, fändst du sowas romantisch? So einfach so nachfragen? Rein hypothetisch. Ich finde die Devise von der Partner sollte wissen, dass ein Antrag kommt, aber nicht wann. Ja, genau das meinte ich. Dass man sowieso schon drüber gesprochen hat und schon weiß, ja, man möchte eigentlich in Zukunft gerne heiraten. Und man hat schon dieses Einverständnis. So, das finde ich irgendwie sinnvoller. Dankeschön fürs Poppers. Ein Defi, danke für 4 Monate. Ich hoffe, ich habe mich bedankt. Dankeschön für den Resub. Macht man so Nachfragen nicht durch die Freunde vom Partner? Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie du das machen möchtest. Ich glaube nicht, dass meine Freunde wüssten, was ich gerne hätte. Wie ich gerne meinen Antrag hätte, to be honest. Auch wenn meine Freunde mich vielleicht gut kennen und so, würde ich nicht... Nein, ich glaube nicht. Da redet man einfach über die Sache und entscheidet sich, demnächst mal zu heiraten. Und honestly, ich liebe das. Naja, das gibt's ja hier auch manchmal so. Ist jetzt ja auch nicht so unverbreitet, oder?
Ich verstehe nicht, warum mein Antrag so eine Überraschung sein sollte. Das ist ein Schritt fürs ganze restliche Leben. Yes, genau. Finde ich auch. Manchen ist die öffentliche Aufmerksamkeit auch einfach unangenehm. Ja, ja, das ist auch absolut true. Da müssen die Freunde das intelligent rausbekommen. Etwas unauffälliger, als wenn es der Partner fragt. Ach, ich glaube, mir wäre es gar nicht so wichtig, dass es so eine Überraschung ist. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger, dass man sich zusammen die Zeit genommen hat. Aber ich glaube, das, wie gesagt, das muss man irgendwie, muss jeder, jedes Paar, denke ich, für sich selbst rausfinden, wie sie das haben möchten. Ja. Ginger, Top 3 Orte, wo man keinen Antrag machen sollte. Ich würde jetzt Bahnhofstoilette sagen. Aber ich glaube, in einem bestimmten Szenario wäre auch eine Bahnhoftoilette in Ordnung. Aha, so, Dating featuring Ginger. Nein, ach was. Nee, du. Auf einer Beerdigung. Okay, nee, Beerdigung finde ich schon ein bisschen... Nee, Beerdigung geht gar nicht. Auf einer Beerdigung. Da kommen Fragen auf. Oh, auf dem Klo, wo Gingers Playbutton hängt. Ja. Klo-Stories waren gestern. Klo-Antrag ist jetzt in. Oh Mann. Ah, so Leute, wir mixen das. Was ist denn das? Gereift und geschüttelt. French River! Auf einer Hochzeit, wo man eingeladen ist. What the fuck? Das ist ja auch echt unpassend. Willst du mich heiraten? Diesen Antrag mache ich auf Jenjas Kloteppich, der beste Ort dafür. Oh nö. Oh nee. Nee, 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 nee. Das muss ich mir auch... Wenn man gerade harten Chili-Schiss hat. Ja, genau. Wenn man harten Chili-Schiss hat, dann ist der Antrag auch auf der Bahnhofstoilette in Ordnung. Oh Gott. Aber auf der Beerdigung sind schon mal alle von der Familie da. Das, da macht es auch einfach, es mit allen zu teilen. Oh, oh nee. Ja, okay, Leute. French Weaver, Schlucke, nächster Sub. Ich frage mich gerade, ob Majora mitgeschrieben hat für einen erneuten Chat-Heiratsantrag. Nee. Einfach nee. Oh mein Gott, ich sterbe. Puh. Ah. Was macht man auf dem Klo, wenn es nicht rummachen ist? Scheißen? Was? Oh, so. Es tut mir leid. Ein Fringe Weaver. Ich kenne jemanden, der hat seinen Antrag auf dem Klo bekommen, als er seiner Freundin die Haare gehalten hat, als sie sich übergeben hat. Und ja, die haben wirklich geheiratet, knapp ein Jahr danach. Romantisch. Dankeschön fürs Pat-Pat. Dumme sagt auch du romantisch. Schön. Was für eine Art von Erinnerung hattest du mit rum? Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Okay. Alles klar, jetzt bin ich dran mit dem Fragenstellen. Worüber? Was für eine Art von Familie ist deine Familie? Naja... Ich bin ein Einzelkind. Meine Mutter und mein Vater haben sich einvernehmlich getrennt. Meine Mutter ist Violinistin, also war sie nie zu Hause und immer mit ihrem Orchester unterwegs. Ich habe die meiste Zeit mit meinem Vater, meiner Tante und mit meinem Großvater verbracht. Abgesehen davon war meine Kindheit ziemlich langweilig. Aha, hast du nicht sowas wie eine musikalische Ader oder sowas? Ich habe Geige gespielt, bis ich ungefähr 16 war, glaube ich. Was hat dich dazu gebracht, aufzuhören?
Weiß nicht mehr. Ich habe nur irgendwann gesagt, das war's. Und habe aufgehört. Oh mein fucking Gott, meine Katzen, Alter. Was ist mit Cousins oder dem Rest deiner Familie? Ich habe eigentlich wenig von denen mitbekommen. Hauptsächlich, weil mein Vater von den meisten von ihnen weggezogen ist. Der Großteil meiner Familie, meiner Mutter, lebt in Frankreich. Also ist deine Mutter Französin? Ja. Kannst du Französisch? Mon... Oh Gott. Oh. Majora! Majora! Oh. Gut, dass Malik schon schlafen ist. Boah, Französisch. Und ich lese gerade mal ganz kurz. Neptun-Herzog, danke für deinen Sub. Dankeschön, willkommen bei den Ginger Ninjas. Ich bin dem Brautstrauß ausgewichen, als ich gesehen habe, wie das Leben meines Freundes in seinen Augen vorbeigezogen ist. Warte, was? Ach so. Ich habe das vorher gar nicht mitbekommen. Aber dieses Brautstrauß werfen irgendwie auf einer Hochzeit und wenn du das fängst, dann musst du als nächstes heiraten oder wie? Oh Mann, ey. Ja, genau. Oh, I see. Ich glaube, das habe ich einmal mitgemacht. Ich war sehr froh, dass ich irgendwo mittendrin stand. Bei mir hat so ein ganz kleines Mädchen, keine Ahnung, Mann, 4 Jahre oder so, die hat den gefangen und sich richtig gefreut. Und ich war so, gut gemacht, my girl. Du hast noch ganz viel Zeit. Ah. Muss, dir wird Segen gegeben für die nächste Hochzeit. Segen gegeben? Irgendwie, mir wurde gesagt, ja, du musst jetzt als nächstes heiraten. Oh. Dann bist du laut Aberglaube der Nächste, der heiraten wird. Genau, so wurde mir das auch erklärt. Laut Übersetzer, mein Hovercraft ist voll am Aalen. Nee, voll von Aalen. Was? Warum? Was? Die Tradition mit dem Brautstrauß finde ich weird. Ist irgendwie unangenehm, ja. Also fand ich zumindest. Ja, wenn du den Segen schon bekommen hast, dann go for it. Ach Gott, nee. Oh, was bedeutet das? Kauderwelsch? Ich weiß nicht, ich kann kein Französisch. Ich habe es versucht zu lernen, aber dann hat die Uni angefangen und ich habe aufgehört, Kurse zu besuchen. Witzigerweise habe ich tatsächlich einen Cousin, mütterlicherseits, der hier in der Nähe wohnt. Aber du hättest Schwierigkeiten, ihn in einer Menschenmasse zu finden. Du hast schon echt Glück, weißt du das? Die ganze Familie meiner Mutter lebt hier. Die Wahrscheinlichkeit, jemanden auf der Straße zu treffen, der mit mir verwandt ist, ist lächerlich hoch. Aber ja, das ist die Zusammenfassung zu meiner Familie. Jillian Yapif. Nichts allzu Interessantes, traurigerweise. Deine Mutter ist Französin und das nennst du uninteressant? Ich frage mich, ob deine Familie jemals etwas dazu gesagt hat, dass du eine Hackerin bist. Hacker lässt es so exotisch klingen. Es ist so, als würde ich als würdest du dich eine Mixlogistin nennen. Bitte nicht. Klingt wie etwas, das jemand sagen würde, um Barkeeper intellektuell klingen zu lassen. Siehst du? Ich meine, Hacker ist eine gute Weise, es zusammenzufassen. Aber nicht die beste. Ich bin Sicherheitsberater. Also das wirkt schon ganz anders als Hacker, das stimmt. Ah, Modi! Modi, Modi, Modi! Modi, Modi, Modi! Danke für dein Raid! Hallo! Na? Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Halli, Hallöchen! Na? Sicherheitsberater. Ja, ich finde schon, das wirkt halt ganz anders als Hacker, ne? Lamas, gute Nacht dir. Das wirkt ganz anders. Hallo Modi, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stray. My Overcraft is full of eels is eine Monty Python Reference. Oh. Hälfte der Brautsträuße wird gleich überreicht, da immer jemand schon seinen Hochzeitstermin hat.
Das sagst du jetzt so, aber nee. 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 Ghostry, danke für dein Sub an Moody. Wir haben uns gerade die Süßigkeitenmesse angeschaut. Oha! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Dankeschön fürs Vorbeiraiden. Ja. Yeah. So, Leute. Es wird Zeit für den Zip. Für den 2-Stunden-Zip schlucken. Ah. Oh. Leute wollen Lücken in der Sicherheit ihrer Systeme finden und ich tue mein Bestes, um aufzuzeigen, wo sie sind. Sei es Glitch City oder irgendwo anders auf der Welt, sie brauchen Sicherheit und ich bin ihre Frau. Aber du hast schon einige Geschichten darüber erzählt, wie du in den Datenbanken eingebrochen bist, wie ein Söldner oder so. Das ändert nichts daran, dass Hacker nicht die beste Bezeichnung ist. Sorgt dafür, dass alles so illegal klingt, wenn es in Wahrheit ein ehrlicher Job ist. Ich liebe ihr Gesicht, by the way. Oh Gott, Leute, wir reden nicht darüber, okay? Ach du Scheiße. Wir, bitte, wir reden nicht darüber. Ach du Heilige. Junge. Bro. Bitte ignoriert das. Puh. Oh. Hast du nicht mal erzählt, dass du mal belastende Bilder von dem Handy so eines Typen besorgt hast? Ein meistens ehrlicher Job? Mann, Mann! Warum wolltest du überhaupt Hacker werden? Ich stand schon immer auf Puzzle. Selbst als Kind hatte ich immer ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel dabei. Aber irgendwann fühlten die sich alle nur noch gleich an. Also, als ich mit der Uni anfing, besuchte ich einen Kurs über Computersicherheit. Das war genau das Puzzle, wonach ich suchte. Ich meine, es gibt so viele Dinge, die man beim Einbrechen in ein Computersystem beachten muss. Du musst das Ganze aus verschiedenen Winkeln angehen. Und das Gebiet entwickelt sich ständig weiter. Der Sinn der Sache ist ja, die Sicherheit zu verbessern. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast die Sache raus, ändert sich alles. Also es ist wie ein Puzzle, das sich stets weiterentwickelt. Ein Puzzle, bei dem ich sogar selbst helfe, es zu verbessern. Ha, huh. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt, ich auch nicht, to be honest. Puzzle ist doch hier eher zu übersetzen wie Rätsel, oder? Ja, ich glaube, wir müssen das Puzzle auf Englisch lassen, dann klappt es wieder. Ist mir auch gerade so aufgefallen. Allerdings ist es nicht ganz so spannend, wie es in den Filmen aussieht. Keine wilden Tippwettbewerbe in Echtzeit, nichts dergleichen. Trotzdem, wenn ich sehe, wie mein Code etwas knackt, ist schon ein tolles Gefühl. Möchtest du noch was trinken? Ich nehme etwas Edles, egal was. Versuchen wir es mal. Was Edles. Haben wir edle Drinks? Oh, danke. Wir haben edle Drinks, dann kriegen wir das hin. Puh. Wichtiger Punkt ist auch zwischen Barkeeper und Bartender zu unterscheiden. Ersteres ist genau das, was du sagtest. Meist Leute mit nicht viel Training-Erfahrung. Bartender ist ähnlich wie dein Mixologist. Leute, die dem Beruf seriös etc. nachgehen. Hä, echt? Alter Mon, du bist ja immer noch nicht schlafen. Geh mal pennen, du. Warum schläfst du nicht? Ah, so viel Apfelsaft heute hier. Eigentlich haben wir noch gar nicht viel getrunken. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute bedienen wir meistens pro Schicht. Hat das jemand auf dem Schirm? Aber wir sind ja noch nicht mal bei der Halbzeit. 10 Minuten noch und der pennt nur noch eine Folge. Nein! 5, 6 Leute, ja, wir sind erst bei 2 Leuten. Wir sind noch ganz am Anfang der Schicht. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Wir quatschen hier so viel. Nehmen wir nochmal Kobalt. Nee, was nehmen wir denn? Edel, sagt sie, ne? Edel. Nehmen wir nochmal einen Fringe Weaver. Sie möchte bestimmt denselben nochmal, weil da ist so schön viel Alkohol drin. Oh Gott, ich habe nicht nachgezählt, wie viele das sein müssen. War es so viel? Gereift und geschüttelt. Fuck! Okay, nee, das ist es nicht. Reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, guck mal! Einfach zwei Rot reinhauen und Alkohol, bis es nicht mehr geht. Ja, ich hab's jetzt. Ja, ist okay. Ich habe jetzt halt nochmal nachgezählt, okay? Ach, mein Schlafrhythmus hat das Wochenende eh nicht gut getan, also kann man ja weitermachen. Och, Mann, Mann! Ist bisher der 5. Drink. Na gut, ne? Also. Ach, Scheiße, ich muss mir nochmal eingießen. Oh, fuck. Leute, ich leide. Ich wünschte, ich hätte mir was anderes zu trinken gekauft. Stattdessen trinke ich hier die ganze Zeit diese kleinen Shots, ey. Meine Kehle brennt. Okay, Leute, nächster Sip. Sippity sipping time. Let's fucking go. Leben. Puh. Dankeschön. Der Sound hat es mir jetzt gegeben. Mann, ey. Mein Sound-Alert ist voll am Rumspacken. Shugo, dankeschön für 400 Bits. Dankeschön. Boah. Seit wann habe ich zwei Gläser hier stehen? Ach du Gott, Leute. Warum sind an Sonntagabend 700 Leute hier? Was ist falsch mit euch? Bitte sehr. Genau, was ich brauche. Danke. Sag mal, Jill. Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn du einen Drink vermasselst? Naja, dann haben die Leute das gute Recht, mich nicht zu bezahlen. Wenn sie nicht bezahlen, bekomme ich meinen Bonus nicht. Kein Bonus heißt weniger Geld und kein Trinkgeld, was nicht besonders hilfreich ist, da ich auch Rechnungen zu bezahlen habe. Oh, verstehe. Hast du Schwierigkeiten, deine Rechnungen zu bezahlen? Nö. Das war wirklich so richtig unsensibel, Mann. Was soll denn das jetzt? Der Flex. Nö. Hä, was passiert denn, wenn du deine Arbeit nicht gut machst? Ach, du kannst dann deine Rechnung nicht zahlen? Oh. Kannst du deine Rechnung nicht zahlen? Nö. Hab kein Problem. Fucking Geringverdiener. Oh. Wird der Stream auch als VOD hochgeladen? Yes. Für diesen Stream wird natürlich keine Ausnahme gemacht. Ich habe morgen extra Urlaub genommen. Lol, als ob. Ich finde aber Alma ist irgendwie immer spannend. Irgendwie die. Weiß nicht. Ich finde die einfach toll. Ey Jill, dann frag doch nicht. Da bin ich auf Almas Seite. Ja, nee, es ist auch in Ordnung. Ich finde es auch nicht schlimm, dass sie es gesagt hat. Aber ich verstehe auch, warum Jill sie gerade hasst. Ja. Du weißt ja nicht, wie sehr ich dich jetzt gerade hasse. Naja, ich werde ziemlich gut bezahlt und ich gebe nicht wirklich viel Geld aus, außer für Essen und Rechnungen. Hm, vielleicht Wartung für meine Hände und ab und zu neue Ausrüstung, aber abgesehen davon... Oh, ich weiß, wenn du Probleme mit deinen Rechnungen hast, wieso ziehst du nicht bei mir ein? Was ist denn wieder mit dir los? Wir könnten eine WG gründen. Oh Gott. Weiß nicht. Da müsste ich mein Zeug durch das Treppenhaus schaffen, da der Aufzug kaputt ist. Müsste meine Alkoholsammlung einpacken. Oh, viel. Abgesehen davon ist meine Katze ein Stubenhöcker und hat ziemlich... Oh Gott, Ginger. Oh shit. Zweimal. Ah. Okay, eins, zwei. Oh Mann. Und hat sich ziemlich aufgeregt, als ich das letzte Mal Möbel verschoben habe. Allein der Gedanke bereitet mir schon Kopfschmerzen. Du solltest Dinge nicht so ernst nehmen, die ich sage, weißt du? Tue ich nicht, aber ich habe schon mal drüber nachgedacht. Warte, was? Jetzt brauche ich frische Luft. Ich mache mal eine Pause. Willst du mit? Lädst du mich gerade hinter die Bar ein? Solltest du nicht mich erstmal zum Essen ausführen? Ey, ich kann das nicht. Ach, rein hypothetisch kann man doch einziehen. Hallo, Chris.
gibt wirklich nicht auf. Ja. Ja, Alma, ich ziehe bei dir an, aber wer, du ziehst mein SL-T-Shirt an, Yin Yare. Bitte, was? Danke, Chantal, für 200 Bits. Flirten kann sie ja schon mal sehr, sehr gut. Ja, ne? Die ist einfach richtig gut. Oh. Jede Minute, die du mit Witzen verschwendest, geht von meiner Pause ab. Na gut, dann los. Was? Ich mach ne Pause. Ruf mich, falls wer kommt. Klar, klar. Nice! Kurze Pause, Leute. Schicht geht in die zweite Runde. Safe. Schicht geht in die zweite Runde. So langsam wird einem warm ums Herz. Ja, habe ich auch. Mir ist allgemein ziemlich warm. Kalt, 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 kalt. Oh, fühle ich, wenn man wieder reinkommt. Alles kalt. Ganz schön kalt draußen. Irgendwie erfrischend. Der Obdachlose hier draußen wirkt wie ein netter Typ. Warte, was? Danke, was passiert? Au! Tarsentäter. Ja, danke schön, Tarsentäter, für deinen Sub. Vielen lieben Dank und willkommen bei den Ginger Ninja. Sorry, Mann, danke schön. Vielen lieben Dank. Ah. Alma, was denn? Billy Wein? Ja, der ist cool drauf, sehr respektvoll. Scheinbar hat er ein paar rechtliche Probleme, deswegen ist er jetzt so. Ehrlich? Vielleicht ist er auch einfach nur ein besonders netter Junkie. Um ehrlich zu sein, habe ich einen Cousin, der obdachlos ist. Ehrlich? Ist ein bisschen kompliziert. Das Problem ist, seine Familie hat schon versucht, dass er bei ihnen lebt. Aber er ist zu stolz, um das anzunehmen. Aus irgendeinem Grund lebt er lieber auf der Straße. Manchmal sind Menschen leider so. Wie ist er überhaupt obdachlos geworden? Schlechte Investitionen und Schulden. Die Bank hat ihn aus seinem Haus rausgeschmissen. Oh. Das ist ein ernsthaftes Problem, da er epileptische Anfälle hat, aber seine Medizin nicht nehmen will. Ich verstehe einfach nicht, was mit ihm los ist. Oh nein! Liebes! Bedienung hier! Ich bin hier, schrei nicht so. Aha! Habt ihr beiden hinter der Bar abgehangen? Was für Sachen habt ihr getrieben? Oh nein! Nur geredet. So nennt man das also heutzutage? Was möchtest du? Etwas Sanftes, etwas Süßes. Kein Alkohol, bitte. Wäre es nicht das Gleiche, wenn du dir eine Brause aus dem Automaten holst? Aber ich mag dich! Verabscheust du meine Gegenwart so sehr? Ach, süß und alkoholfrei, richtig, alles klar. Ach Mann, süß und alkoholfrei. Was haben wir denn da? Low-key Ginger Energy? Ja! Hör auf, so bin ich nicht! Niemals! Niemals! Ich mag Dorothy. Ich mag Dorothy auch. Aber ich wusste, dass sie jetzt alles kaputt macht. Wenn die jetzt dazu kommt, wird es richtig. Geht's hier richtig den Bach runter. This Lini. Doch, doch. Hä? Mann, was soll das jetzt? Low-key Ginger Energy? Doch? Och, Chat, hört auf. Ich bin vernünftig. Ist das hier alkoholfrei? Sugar Rush, 2 Aldehyd, 1 Delta Puder, kein Kamotrin rein? Was ist das hier? Und dann halt nichts dazu? Der BH juckt. Ja, ihr BH juckt. Ach, klatsch mit voll mit Alk. Ja, aber dann hasst sie mich, weil sie hat gerade gesagt, sie will was ohne bestellen. Ja, okay, dann mache ich das. Geschüttelt. War das die Waffen an oder ihren Händen, in ihren Händen hat? Ja, die hat Waffen an ihren Händen. Ach, shit, ich habe gehixt. Okay. Okay. Chat, ich habe einen Hix hinzugefügt. Ginger vernünftig? Ja, ich bin absolut... Ist so, Ginger würde niemals alkoholfrei bestellen. Hey!
Jetzt haben wir zwei Damen, die gern viel über Sex reden. Das wird ein spannender Abend. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ach, scheiße, ich muss mir jetzt auch eingießen. Leute, ne, ich will ja nichts sagen, aber meine Flasche ist auch bald alle. Also wenn hier nicht mehr ist, dann ist nicht mehr. Dann habe ich nicht mehr. Ginger, ja was denn? Okay, Leute, nächster Sub! Nächster Sub! Okay. Jinja hat schon zu viel Apfelsaft getrunken. Sie leidet schon unter Realitätsverlust. Sie hält sich schon für vernünftig. Damit? Ey! Okay. Puh! Ich habe auch nichts mehr. Ja, okay, Mann. Wie viel hat Ginger schon? Weiß ich nicht. So viel, wie hier bestellt wurde. 6? 6 oder 7 oder so? Mann, ich weiß auch nicht. Hier, wie gewünscht. Siehst du? Diese Form der Behandlung bekommt man nicht von einem Automaten. Außer man ist Lawrence. Aber er hat die komische Vorstellung, dass guter Service mit lauwarmen Cola-Dosen gleichzustellen ist. Lawrence? Ein Freund von mir. Er ist ein Getränkeautomat. Oh. Oh, aber wie unhöflich von mir. Hm? Ich bin liebenswert und mein Name ist Dorothy. Dorothy Hayes. Schön, dich kennenzulernen. Oh, ich bin Alma. Die Freude ist ganz meinerseits. Dorothy, sagtest du? Ah ja, warum? Nichts, Schätze, nur ich hab schon von dir gehört. Wirklich? Was für Sachen? Sag's mir, sag's mir! Hauptsächlich über deine, Beherztheit. Und hier dachte ich, es wäre, weil ich eine Sexarbeiterin bin. so viel dazu, nicht so direkt zu sein. Oh, Alma wollte einfach nur nett sein. Aber gut, ey. Das ist auch sehr, sehr indirekt gesagt über die beherzte Art, die herzliche Art. Naja, ne? Aber ich mag es auch, dass Dorothy so direkt ist. Ich finde das gut. Irgendwie, weiß ich nicht, man hat so auch direkt das Gefühl, dass sie irgendwie mag, was sie tut. Und sich nicht dafür schämt. Dorothy ist großartig, ich liebe sie. Ja. Hey, ich bin stolz auf meinen Job. Ansonsten würde ich den nicht machen. Hey, cool, ich hab's gerade gesagt. Ist das nicht gefährlich? Ich kann durchaus auf mich selbst aufpassen. Danke für die Nachfrage. Wo arbeitest du denn, Alma? Ich bin ein Hacker. Ach, jetzt sagt sie Hacker! Wirklich? Ein richtiger Hacker? Nicht die Sorte, die sich auf einem Computer... Die sich auf einem Computer auf einem Account einloggt und behauptet, das wäre Hacking, oder? Nein, natürlich nicht. Ich war schon immer neugierig, wie ein Hacker genau funktioniert. Fängst du einfach an, richtig schnell zu tippen, während du darauf wartest, dass etwas passiert? Nein. Ich könnte es erklären, aber ich weiß nicht, ob du es verstehen würdest. Wir werden es nicht herausfinden, bevor wir es nicht versuchen, nicht wahr? Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, musste ich eine Halogenglühlampe in den Arsch eines ausgewachsenen Mannes rammen. Oh, warum muss sie denn das in dem Kontext jetzt noch erwähnen? Jetzt interessiert mich aber, hat's geklappt? Ach, scheiße, ey, der hat mich jetzt gekriegt. Ich will jetzt wissen, wie es weitergegangen ist. Es war ein voller Erfolg. Also gut, lass es mich versuchen, einfach auszudrücken. Dem ging ein Licht auf. Ich kann nicht mehr. Sagen wir, ich soll Informationen aus der Datenbank einer Firma besorgen.
Erst muss ich mehr über mein Ziel erfahren. Betriebssystem, Server, wie die Informationen gespeichert sind und das alles. Es gab schon Fälle, in denen ich blind arbeiten musste, aber das ist eher die Ausnahme. Zuerst sichere ich mich selbst ab. Ich starte meine Proxy-Server, leite meine Verbindung über Webseiten und... Oh nein, das ist das, ich erinnere mich an die Stelle. Oh, Chat, haltet euch fest. Haltet euch fest. Oh. Über Webseiten und anfälligere Computer weiter. Aha. Dann fange ich an, die Netzwerke zu testen. Ich gehe die grundlegenden Protokolle durch, versuche bekannte Exploits, solange sie keinen Alarm auslösen. Wenn ich genug getestet habe, fängt es an, spaßig zu werden. Ich gehe alle Sicherheitsprotokolle durch und versuche, sie zu umgehen. Manchmal muss ich selbst in den Code eintauchen, um das Passwort rauszufinden. Verstehe? Dann, wenn ich endlich drin bin, versuche ich, Benutzerprivilegien zu erlangen. Anschließend versuche ich, Super-User-Zugriff zu bekommen, damit ich an alles ran kann. Wie machst du das? Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann ein fertiges Programm benutzen, um einen bereits bestehenden Account zu hacken. Ich könnte Daten benutzen, die mir jemand bereits zur Verfügung gestellt hat. Aber normalerweise benutze ich einen Buffer-Overflow. Was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes? Ich stelle eine Hintertür in das System, bevor ich es verlasse und meine Spuren verwische. Ich kann nicht mehr! Ich kann es nicht mehr aushalten! Alma, hack mich! Hack mich so, wie du zuvor noch niemanden gehackt hast! Meine Hintertür, erhöhe deine Benutzerprivilegien, zerstöre meine Security. Entschuldige, ich hab mich mitreißen lassen. Ach wirklich? Was ist passiert? Roboter Dirty Talk machen. Oh Gott. Immer diese Sex Talks. I fucking can't. Oh nein. Hast du mal diese Filme oder Bücher gesehen, in denen Paare etwas machen, wie ein Bild malen oder kochen? Aber sie lassen alles so klingen, als hätten sie stattdessen Sex. Suggestive Szenen, ja? Naja, das Ganze war für mich ungefähr genauso. Wirklich? Ich schätze, Menschen verstehen das nicht wirklich, weil ihr Verstand nicht in ein Netzwerk hochgeladen wird oder sowas. Aber glaub mir, wenn du dich selbst aufnimmst, wenn du eine wirklich detaillierte Erklärung in einer richtigen sexy Stimme gibst, du würdest Millionen verdienen. Geile Lilim sind ein unerforschter Markt. Also, na, nochmal zur Info, sie ist ein Roboter. Sie ist durch und durch ein Roboter, ja? die Roboter, die heißen Lilim. Die es hier gibt. Ja, okay. Oh, gute Nacht an alle, die gehen. Die Nachbarn denken sich jetzt auch so, was geht hier ab? Ja, ich muss aufhören. Nochmal so schreien darf ich nicht. Verstehe. Oh, sieht aus, als werde ich abgeholt. Alma so, schnell weg hier. Ach du Scheiße. Abgeholt? Ja, mein Schwager ist da. Und das macht er einfach so? Na klar, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Er hat einfach zufälligerweise meine Schwester geheiratet. Hey Dorothy, brauchst du ein Taxi? Könnt ihr mich an der Third Street rauslassen? Klar, liegt auf dem Weg. Yay! Dann nehme ich das Angebot an. Tschüss, Liebling! Bis später, Jill. Oh, ist voll lieb, dass sie sie noch mitnimmt. Sie kennt sie gar nicht eigentlich. Sie hat sie gerade übelst horny gemacht und jetzt nimmt sie sie mit. Voll nett. Oh Gott.
Warum muss sie dann was trinken? Die Lilim können betrunken werden. Wir haben vorhin, falls du das mitbekommen hast, darüber geredet, mit dem Hirn, dass die Lilim Programme haben zum betrunken werden. Was ziemlich funny ist, to be honest. Aber okay. Ah, sie wird jetzt gehackt. Warum trinkt sie da? Ja, weil die auch mal was trinken will? Hä? Auch sie darf was trinken. Man, darf sie nichts trinken? Darf sie nicht betrunken sein, nur weil sie ein Roboter ist? Ah. Drunken Robot sounds funny. Ah. Passt auf euch auf. Die Straßen scheinen laut heute. Oh, ein Gast. Oh Gott, Leute, es kommt der nächste Gast. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem weiß ich nicht, wie das jetzt getoppt werden soll, Alter. Scheiße. Dankeschön fürs Popper. Dankeschön. Oh nein, der war voll weird, oder? Welch ein kleines, doch komfortables Plätzchen. Wahrhaftig, dies ist eine Oase von geistlichem Trunk inmitten der urbanen Wüste. Ein Ort, wo verlorene und korrupte Seelen sich versammeln können, um ihre Sorgen für eine Weile zu vergessen. Ein Nest, in dem jeder vom erbärmlichsten Abschaum bis hin zum widerlichsten Mülljunkie sich hinsetzen kann, nur um ihr Inneres zu abzutöten. Wahrhaft, eine echte Person non grata. Das ist übrigens Latein für mysteriöser Ort. Ich bin so klug und philosophisch. Alles klar, wir haben hier eine Persona non grata. Ich liebe Jades Kommentare so, ey. Oh, was macht's der Babyface hier? Er hatte extrem obskure Bestellungen. Oh, Chat, könnt ihr mir gleich helfen mit dem? Es gibt mega viel Sterne so. Ja, der ist wirklich ein richtiger. Es gibt mega viel Sterne so. Oh mein Gott. Was sind das für einer? Ich habe keine Ahnung. Was möchten Sie haben? 17. Entschuldigen Sie was? Ich sagte 17, 7 plus 10. Und was soll das heißen? Was heißt das für dich? Nur um sicher zu gehen. Es geht bei 17 um den Drink, den Sie wollen, richtig? Nur wenn es für dich so sein soll. Junge, kann der bitte wieder gehen? Ich mag den gar nicht. Kana Kaminasuki! Dankeschön für dein Raid! Hallo! Was passiert, wenn man das Fragezeichen auf seiner Stirn berührt? Dann ist dein Finger schwarz. Und stinkt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Leute, was meint er denn mit 17? A, B, C, D, E, F, G. Warte mal, es fängt hier bei B an. Fuck. Was meint er denn mit 17? Ich will Alma zurück. Ja, ich will auch Alma zurück. Lateinisch für unerwünschte Personen. Also ja, er ist eine Persona non grata. Aber ehrlich jetzt? Er meint die 17 natürlich. Wir haben keinen Drink Nummer 17. Vielleicht die Nummer 17? Sind die durchnummeriert? Nein, die sind nicht durchnummeriert. Willst du wissen? Ja, sag mal. 17 Komponenten? Oh. Ginger, großer Fluffy Dream mit 5 Kamotrin. Fluffy Dream? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Warte, wie viel sind das? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hä? Aber warum? Wie kommt man da drauf? Wegen den 170? Wie kommt man auf 17? Normalen Zutaten doppeln. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Hä? Was? 12 plus 5. Ist das 12? Oh, ich hab mich verzählt. Ja, dann kann ich ja noch einen Schluck trinken. Alles gereift und geschüttelt. Okay. Fluffy Dream. Ha, huh, Ginger. Ey, ich bin nicht Streamer geworden und sitze hier und trinke jetzt meinen 7. Shot, weil ich gut rechnen kann, ja? Chat, das müsst auch, ihr müsst mir auch mal ein bisschen Arbeit abnehmen. Dankeschön. Oh, ich sterbe. Halbstunden Wassersip! Okay, mach ich. Halbstunden Wassersip! Schlucken! Oh. Gail, TF2, danke für 2 Monate. Dankeschön. So Leute, es ist Sipping-Zeit. Er kriegt seinen Fluffy Dream. Er kriegt seinen Fluffy Dream und ich trinke kurz. Oh. Okay, wir kriegen das hin. Let's go. Sterben. Halb Stunden Zap. Ach, okay. Puh. Let's go. Hallo, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Geht's noch gut? Ja, mir geht's wunderbar. Mir ging es nie besser. So, okay. Okay, erkläre dich. Die gesamten Zutaten hier addieren sich zu 17. Wundervoll. Und was treibt sie hierher, Mr.? Ich bin Armandio. Virgilio Armandio. Siehst du, ich habe mich selbst mit der asiatischen Reihenfolge vorgestellt, weil das viel höflicher ist. Oh Junge, ich will... Leute, ich will mir die Kugel geben. Ich glaube, ich nehme doch noch einen Shot. Junge! No! Mir ging's noch nie besser, klingt gefährlich. Nein, mir ging's noch nie besser. Ninja, nein. Nein, mach ich nicht, alles gut. Du willst ihm die Kugel geben? Ja, ja, okay, können wir auch so machen. Genau. Und ich kam hierher auf der Suche nach einer Erfahrung nicht von dieser Welt. Ich bin nur vorbeispaziert und sah, dass dieser Ort Valhalla. Ich möchte die Seelen ruhender Krieger, der verwundeten Geister nobler Seelen sehen. Die güldenen Hallen gefüllt mit nie endenden Banketts, die lebhaften Valkyrien über sie blickend. Wir haben da an der Ecke ein paar Arcade-Automaten. Nein, 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 nein. Nein, du nimmst mich zu sehr bei Wort. Zur Information, ich bin gerade poetisch. Ich bringe einen mystischen Hauch in den Alltag. Ich wollte betrunkene Menschen sehen. Ich wollte Kellnerin und Essen sehen. Ich wollte eine Bar sehen in all ihrem dekadenten Glanz. Gut, dann haben Sie kein Glück. Heute ist ein ziemlich ruhiger Tag. Nicht, dass es mich sehr überrascht, wenn man bedenkt, wie die Dinge auf den Straßen stehen. Menschen sind solch hässliche Wesen. So viel ist wahr. Machen einen Lärm, gegen sich gegenseitig an, aber was ist schon zu erwarten von einem einzigen Säugetier, das die Seinen tötet? Alter, ich finde einfach, wisst ihr, was daran einfach toll ist? Wie Jill den die ganze Zeit wegroastet. Es ist wirklich, wenn man Valaks Trinkfreudigkeit und Linis Eloquenz kombiniert, dann kriegt man den da. LOL! Ja, sehe ich. Oh, fuck, Mann. Boah, krass. Große Poesie. Ist das noch eine Songzeile oder schon ein Tweet? Wow. Wie kommst du drauf, dass Kafka mein Buchgeschmack ist? Ach, Mann. Das lacht nämlich persönlich. Nein, 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 niemals. Ich bin kein Zoologe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist.
Oh ja, dann gib mir ein Beispiel, Nicht-Zoologin-Barkeeperin. Wie ich sagte, ich kenne keine genauen Details. Ich weiß nur, dass das nicht stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, wird bei Löwen bis zum Tod gekämpft, um zu entscheiden, wer die Macht über einen Rudel ergreift. Pfff. Die Macht ergreifen. Man kann keine Macht ergreifen. Macht ist kein greifbares Ding. Du musst aufhören, Sachen zu erfinden, nicht Zoologin-Barkeeperin. Wisst ihr noch, ich habe immer so die Theorie, oder sag immer, habe immer so dieses, ich sag's mal bewusst, Schubladendenken, so Philosophiestudenten sind irgendwie alle komisch. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Also gut, der hier ist natürlich absolut mega giga überspitzt, aber irgendwie... irgendwie... ja... oh. Bruder, halt dein Maul! Mann, einfach! Mann, du bist ja immer noch nicht schlafen! Oh Gott. Aber um zum Thema zurückzukommen, du weißt, was die Nummer 17 bedeutet. Die Ordnungszahl von Chlor? Nein, und Chlor ist ein Name, keine Nummer, weißt du das? Die Gruppe, in der die Halogene im Periodensystem der Elemente sind? Hör auf, dir Worte wie Halogene, Periodensystem oder Elemente auszudenken. In Ordnung, ich gebe auf. 17 sind wir. Jeder Mensch hat 17 Chromosomenpaare. Diese Zahl ist der Grundstein von dir und mir. Es sind 23. Was? Menschen haben 23 Chromosomenpaare, nicht 17? Gut, es sind beides Primärzahlen, also ist es quasi dasselbe. Primär? Möchten Sie noch irgendwas anderes zu trinken? Ich hätte gerne eine einzelne Pflaume, schwimmend in Parfüm, serviert in dem Hut eines Mannes. Okay. Bitte, bitte, bitte helft mir, Leute. Bitte holt mich hier raus. Der ist ja richtig hoch vom Denken. Die ist das Kajen, ja. Der ist ja richtig hoch vom Denken. Oh, wenn dumme Menschen schlau wirken wollen. Ein Fedora mit Parfüm und Pflaume. Das hier, oder? Das will er. Ist... will er das? Darf man die meine scheuern? Du hast selbst dran gedacht. Ja, hat es ja gerade gesagt. Ja, ist richtig. Oh, scheiße. Ist jetzt schon wieder Sipping Time? Sportlich. Sportlich. Oh Gott, okay. Ich habe mir ein bisschen mehr als vorher eingegossen. Aber ich habe nicht mehr viel, Leute. Also je nachdem, wie viel jetzt noch kommt. Das ist der letzte Sip? Lini, ehrlich? Das ist der letzte Sip? Ja, da mache ich alles rein. Easy. Ah, danke fürs Pfeffert! Dankeschön! So, jetzt ist leer. Das wäre tatsächlich, also ich hätte auch nicht mehr gehabt noch. Also, wenn jetzt noch was gekommen wäre, hätte ich nur noch... Scheiße, klebt das Zeug. Oh, ich hasse es. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, wenn es klebt. Das wollte ich nicht erreichen. Ach, Lini, was hast du da auf die Welt losgelassen? Hey! Okay, Leute. Letzter Sip für heute. Are you ready? Let's go! Oh, sterben. Puh.
Okay. Let's go. Jetzt hat Lini nur einen Witz gemacht. Oh, scheiße. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Oh. Radominos, danke schön für 9 Monate. Danke schön, danke schön. Nicht sterben, das ist Twitch Dios. Ja, wir machen wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, Leute. Oh. Hier. Oh, erwischt. Moment mal. Genießen Sie es. Alter, Jill hasst diesen Typen, ey. Ich werde dieses Parfüm trinken. Sie müssen das nicht wirklich. Ja, das wäre bescheuert. Du gewinnst diese Runde, Barkeeperin. Danke! Hey, Barkeeperin, hast du jemals über den Tod nachgedacht? Nein, bitte nicht. Ich will nicht weiter mit dir reden. Velaya, danke für 24 Monate. Oh mein Gott, du bist schon 2 Jahre dabei. Wow, wow, wow. Und da meinte meine Mutter, dass ich ein guter Barkeeper wäre. Ich hätte die Hälfte rausgeschmissen und wäre nach der ersten Schicht gekündigt worden. Freundlich bleiben bei nervenden Kunden ist jetzt nicht gerade meine Stärke. Ja, aber das fühle ich. So, Jill reißt sich ja auch ganz schön zusammen, ne? Oh. Über den Tod nachgedacht. Hell is forever. Wie? Was, wenn wir bereits tot sind, wir beide? Oh Gott, ich hänge. Oh, ganz ehrlich, das wäre ein richtig schlimmer Tod. Ich denke so, ich bin tot und dann hänge ich mit dem da ab. Och nee. Was? Was sagt dir, dass ich existiert habe, bevor ich durch diese Tür schritt? Wie kannst du dir sicher sagen, dass diese Realität real ist und wir eigentlich nicht schon längst im Himmel oder der Hölle sind? Was, wenn alles bis zu diesem Punkt nur eine dumme Geschichte ist, geschrieben von einem Arbeitslosen in seinen 20ern? Ich könnte dir eine verpassen, damit du die Realität mal spürst. Mich kümmert eigentlich nichts davon. Diese Realität ist für mich real und das ist alles, was zählt. Welch eine engstirnige Weise, die Dinge zu betrachten. Du musst weg von den faktischen Fakten. Öffne deinen Geist für Dinge außerhalb deiner Reichweite. Du wirst niemals die Erleuchtung erlangen, wenn du nicht anfängst. Die Habanera hat begonnen! Das heißt im Übrigen Zwielicht der Götter auf Dänisch. Nun gut, du bist nun auf dich allein gestellt, Barkeeperin. Erfreue dich an der neuen Weltordnung! Was? Es scheint, als wären in der Nähe ein paar Autos hochgegangen. Was zur Hölle? Ich schau mal kurz aus dem Fenster. Sei vorsichtig. Leute, wir sind einfach in den übelsten Ghettos, alter Junge. Ich sehe eine Menge Lichtblitze in der Ferne. Höchstwahrscheinlich Schüsse. Jill, komm kurz her! Was? Nachrichtensprecher. Über 5GB Berichten beweisen, dass einige Trupps der White Knights genutzt wurden, um zu verschleiern. Illegale Geschäfte wurden von einer unbekannten Gruppe Anarchisten öffentlich gemacht. Wir erhalten Berichte über verschiedene abtrünnig gewordene Einheiten und nutzen ihre Waffen, um jeden niederzustrecken, den sie auf der Straße finden. Mehrere Antiterrorismuskräfte aus den benachbarten Städten wurden ausgesandt, um der Situation Herr zu werden. Die wild gewordenen Einheiten nach einem Appell vom Vizepräsidenten. Wir warten noch immer auf eine Stellungnahme vom Geschäftsführer der Zaibatsu Corp zu diesem Thema. Aber bis dahin... Die Dinge werden scheinbar ungemütlich, inner und außerhalb der Bank. Ich würde dir empfehlen, die Nacht hier zu verbringen. Es ist zu gefährlich, auch nur daran zu denken, rauszugehen. Ist das Spiel angelehnt an Cyberpunk 2077? Das Spiel ist schon viel älter als Cyberpunk. Sounds like Frankfurt Hauptbahnhof, ey! Was, wenn sie hier einbrechen? Werden sie nicht. Selbst wenn, die Bar hat ein ganz gutes Sicherheitssystem. Und ich bin hier, um dich zu beschützen, als kleiner Bonus obendrauf. Ah!
Ja, ich schätze, ich bleib die Nacht dann doch lieber hier. Ich bring die Ersatzmatratze, die ich hier habe. Macht es dir was aus, in einem Büro zu schlafen? Nein, ich denke, das geht schon klar. Gut. Lass uns hoffen, dass sich bis zum Morgen alles geklärt hat. Ich werde Zankato bei mir haben, nur für den Fall. Der metallene Baseballschläger mit Nägeln? Es gibt nichts, das er nicht klein kriegt. Ha. Sei Jill vor. Hoffe, morgen ist alles wieder gut. Ach, Say. Es ging um Say. Weil Say ist ja ein White Knight, die ist da bestimmt mitbeteiligt. Und sie denkt an ihre Katze. No. Hoffe, morgen ist alles wieder gut. Oh. Schlaf gut, ich passe auf dich auf. Ah! Und dann gibt uns der Boss auch noch 300 Bonus. Mit der Nachricht, schlaf gut, ich passe auf dich auf. Oh. Ich weiß, warum Jill sich in sie verliebt hat. Die ist schon ein Süßi. Good Boss. Oh. 69. Wir haben 69 gemacht heute. Wow. Oha. Wir haben keine Fehler gemacht. Wir sind super. Dankeschön fürs Pat-Pat. Wow. Wie ist die Game Balance in OL? Die Game Balance? Ja, voll gut. Guck mal. Hab richtig gut gemacht. So, wird Zeit zu speichern. Ich hätte vielleicht den letzten Shot nicht voll trinken sollen. So, save. Guck mal, Leute, ging doch gut. Ey, ganz ehrlich, die Schicht heute hat so Spaß gemacht. Theoretisch könntest du heute auch noch den nächsten Tag machen, weil der sich anders verhält. Nee, ich würde das heute für heute lassen. Aber das ist nicht der Tag mit Dana, oder? Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Doch, ist er. Dann machen wir den beim nächsten Mal. Ich weiß nämlich nicht mehr. Müssen mal gucken, wie lang danach der Tag ist. Ob wir das dann zusammen machen oder einfach eine kurze Schicht machen. Für den Stream. Wäre auch okay. Ich fand die Schicht mit Streaming-Chan auch witzig. Ja, doch, das stimmt. Aber ich muss gestehen, ich glaube, das hier war meine Lieblingsschicht bisher. Die war schon echt geil. Ach, Alma ist einfach toll. Und das Hirn war auch interessant. Ich mach das so toll, ich hab gar nichts gemacht. Ey. Aber Leute, war echt wirklich wunderschön. Ich hab jetzt gesaved, ne? Nur nochmal, um sicher zu gehen. Ich save auch nochmal hier. So. So. Oh Gott. Der letzte Typ hat mir so die Schicht versaut. Ich fand's irgendwie trotzdem lustig, wie... Oh, es geht direkt weiter, weil wir ja hier weitermachen. Aufwachen, Dornröschen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Chat, wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht mit Dana, dann schaltet beim nächsten Mal ein. Weil leider sind meine Lieblingsstreams nicht ehrlich. Als ob. Ach, Leute, freut mich, dass die euch so gefallen. Oh. Cliffhanger! Oh nein. Es tut mir leid, Leute, aber ich will an der Stelle Schluss machen. Mir ist extrem warm. Oh, ich muss hier einfach raus gerade. Wie geht's weiter? Ich kann's nicht erwarten. Ich bin allgemein erstaunt, wie viele Leute, obwohl morgen Montag ist, hier eingeschaltet haben. Ihr seid wirklich insane. Und wie ihr mich unterstützt habt. Kann nicht mehr reden, ist okay. Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank. Wir lassen das für heute. Nein, dankeschön. Danke für all euren Support. Dankeschön. Dankeschön. Yeah, wir machen auf jeden Fall, wir spielen das Spiel weiter und dann werden wir es gibt einen wundervollen, wenn jetzt das kommt, was ich denke, was kommt, gibt es jetzt einen wundervoll tollen Tag mit Dana. Eine Schicht noch, eine Schicht. Nein. Valhalla ist mein Lieblingsspiel, wenn du spielst, als ob. Hä? Oh Gott. Schu-
Sugo, hast du nicht gemeint, heute wird nicht gepupst? Danke, dass du zum Schluss nochmal einen Reverse-Pups reingehauen hast. Noch ein Hex! Okay, Zett! Mit 10 Hexern beenden wir den Stream. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Es hätte schlimmer kommen können. Ich hätte viel mehr hexen können, ja. Ich kann aufhören. Wir können alle aufhören, Leute. Wir sind wunderbar gut im Aufhören. So, Leute, ich hoffe an alle, die jetzt hier wirklich was getrunken haben, dass ihr morgen nicht früh raus müsst, dass ihr morgen nicht arbeiten müsst und ja, dass ihr vernünftig seid, hoffentlich. Vielen lieben Dank für alle, die so lange mit mir dabei waren. Dankeschön, dass... Ja, ihr so einen. Es ist ja basically, ich sitze nur da und lese. Mehr passiert ja eigentlich so gameplay-technisch nicht. Deswegen voll cool, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank, dass ihr das Game genauso enjoyt wie ich. Das nächste Mal bringe ich mir was anderes zu trinken mit, was meinen Kopf weniger wegfickt. Wobei ich sagen muss, ich hatte schon Valhalla-Streams, da ging es mir deutlich schlechter. Aber, boah. Da hole ich mir was Besseres zu trinken dann. Oh, ach, Chat. Ich versuche so schnell wie möglich den Streamplan zu posten. Aber nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen ganz besonderen Stream. Guckt auf jeden Fall auf den Discord-Server vorbei oder auf Twitter. Da poste ich meinen Streamplan. Ich mache einen ganz besonderen Stream nächste Woche. Einer, der euch, der euch bestimmt sehr freut. Deswegen schaut einfach mal. Oh my freaking God. Oh Gott, was sind denn so viele Leute live? Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute noch live sind. Oh, wen raid ich denn? Wen raid ich denn? Oh, ganz ehrlich. Upsa, vielleicht raid ich hier hin. Maybe. Frostpunk 2? Warte mal, wer streamt denn Frostpunk 2? Von meinen... Ich habe in meiner Liste gerade keinen, der Frostpunk 2 streamt. Aber ich kann euch hier hin raiden. Bam, 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 bam. Ah, ich bin dumm. Ich denke, wir raiden mal zu... New Moon. Die wunderbar gute spielt nämlich gerade Kebab-Simulator. Was? Keine Ahnung, ist bestimmt der perfekte Ort für euch gerade. Ich frag mich nicht, Mann. Sie erklärt euch bestimmt gleich, worum es geht. Okay, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön für alles. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Da streame ich wieder. Achtet auf den Streamplan. Ich werde den, denke ich, morgen irgendwann machen und posten, wenn ich es nicht vergesse. Morgen irgendwann. Ich gehe mich jetzt erholen. Und vielleicht duschen. Mir ist echt warm. Mir ist so warm. Dankeschön fürs dabei sein. Dankeschön für alles. Wir sehen uns nächste Woche. Danke für den schönen Stream. Und gute Nacht. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ich sollte echt den Stream beenden, Mann. Das ist nicht gut für mich. Bye. Ha ha ha.